Film schildert die Ermittlungen eines der spektakulärsten Mordfälle der amerikanischen Kriminalgeschichte. Fährt heute kein anderer. Ach was, sicher, er hat die Quittung unterschrieben. Hier, Carl S. Williams. Den Namen gibt's bei uns überhaupt nicht. Dr. Smith würde sich endlich mal entscheiden, ob er unser Schuldirektor sein will oder lieber zur Armee möchte. Wir sollten stolz auf ihn sein. Nicht viele Schuldirektoren dienen gemeinsam mit dem Sohn von Präsident Eisenhower in einer Reserveeinheit. Das beeindruckt mich wenig. Immerhin ist doch Dr. Smith für diese Schule verantwortlich. Seit er der Chef geworden ist, geht es mit der Schule immer weiter bergab. Dr. Smith? Mr. Bradfield hat ein Problem, das er gern mit Ihnen besprechen möchte. Mr. Bradfield hat immer ein Problem. Gehen will mein Büro. Danke, Dr. Smith. Wollen Sie etwas Fachliches von mir oder sprechen Sie als Vertreter der Lehrerschaft? Eigentlich als Vertreter der Lehrerschaft. Mrs. Reynard findet die letzte Beurteilung ihrer Tätigkeit durch Sie etwas unfair. Ich finde Sie nur etwas periphrastisch, Sie nicht? Nun ja, vielleicht. Wenn Sie Mrs. Reynard das nächste Mal sehen, machen Sie ihr den Vorschlag, sie soll diese negative Beurteilung auf Franz Migrifolderische Weise akzeptieren. Einverstanden? Wenn ich ehrlich bin, ich verstehe nicht ganz, was meinen Sie mit Ransmi? Es ist nicht meine Aufgabe, unserer Lehrerschaft ein vernünftiges Vokabular beizubringen. Jetzt habe ich zu tun. Sie müssen mich wirklich entschuldigen. Danke. Haben Sie ein Wörterbuch? Hatte Sie mit einem seiner 50-Dollar-Wörter geschockt? Wie kommen Sie darauf? Er vertreibt sich die Zeit damit, solche Wörter zu erfinden und hat seinen Spaß daran, euch fertig zu machen. Rose, ich muss zu meinem Vater. Stephanie, wie geht es Ihrer Mutter? Hat sie... Ich brauche Geld, Dad. Nein, und das ist mein Mittlerweile Essen. Dürfte es wahrscheinlich jeder wissen, dass sie verhaftet wurde. Stephanie, weswegen? Prostitution. Ist das nicht schrecklich? Und ihre arme Mutter liegt im Krankenhaus. Sie hat Krebs.
Susan. Susan, er ist heute sehr schwer anzusprechen. Ich werde mit ihm reden, wenn er mal besser wäre, Nadja. Bleibt es bei heute Abend? Du hast es versprochen. Hallo. Hallo. Oh, ich habe gerade Bill gefragt, ob es möglich ist, Dr. Smith zu veranlassen, meine Beurteilung zu ändern. Ich finde sie wirklich furchtbar unfair. Ich hoffe, dass er sich nochmal überlegt, aber dazu muss ich ihn erwischen, wenn er bessere Laune hat. Bill, Owens kommt heute Abend zum Essen. Soll ich einen Hackbraten machen? Gute Idee. Ach, entschuldigt mich. Ich glaube, da sind meine Kinder. Mach's Wiedersehen. Gut, hallo, Mom! Hi. Hallo. Hallo, Liebling. Du auch, mein Engel. Na, wie geht's euch? Habt ihr auch schön aufgepasst? Ja, ich habe heute eine Eins geschrieben. Stephanie. Wie viel hast du? Ist das alles? Wer war nicht drin? Komm. Ihr zwei macht jetzt brav eure Hausarbeiten, bis ich wieder da bin. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Es macht Ihnen doch hoffentlich nichts aus. Nein, ich freue mich über Gesellschaft. Alles klar, schön artig sein. Hier eine Durchsage Ihres Direktors. Es gibt eine neue Kleidervorschrift für den Sportunterricht. Alle haben die Wahl zwischen gelben Hosen und blauen Oberteilen oder blauen Hosen und gelben Oberteilen. Ich gehe davon aus, dass man dies freudig akzeptiert und setze voraus, dass es keinen Widerspruch gibt. Wie dem auch sei, noch eine Schlussbemerkung. Im Winter sollte es die selbstverständliche Pflicht eines jeden Schülers sein, sich gegen die Kälte mit warmer Unterwäsche zu schützen. Danke, dass du Michael ein neues Baseballhemd gekauft hast. Das ist wirklich nett von dir. Ach, das ist wirklich ein netter Junge. Das habe ich gern gemacht. Hast du Myers das nur gesagt, um mich zu ärgern, oder bist du heute Abend wirklich mit Bill zum Essen verabredet? Susan, bitte. Wir sind nicht nur Nachbarn, wir sind auch Freunde. Zieh mich da nicht mit rein. Er wollte doch mit mir und den Kindern essen. Vielleicht ist das nur ein Missverständnis. Bill kümmert sich mehr um seine Freunde, als er sollte. Du darfst nicht erwarten, dass er jemals etwas anderes für dich ist als ein Freund. Die beiden gehören einfach zusammen. Sie sind glücklich. Sie hasst mich, nicht wahr? Sue hasst dich nicht. Warum sollte sie? Ich weiß eine Menge über deinen Freund Bill Bradfield, was du nicht weißt. Wir sehen uns morgen. Ich hoffe, ich habe Sie, was Mrs. Reynolds' Beurteilung angeht, nicht entmutigt. Ich habe nichts gegen einen lebhaften Widerspruch meiner Kollegen. Nein, als der Lehrervertreter versuche ich... Ich möchte versuchen, ein... würdiger Gegner zu sein. Das sind Sie auch. Ja. Und in Zukunft werde ich mich bemühen, Ihnen ebenbürtig zu sein. Kommen Sie bitte mal zu mir. Ah, ich habe meinen Block vergessen. Schließen Sie die Tür. Wie lange sollen die Kinder in Ihrem Büro sitzen? Sie warten nur darauf, dass Ihre Mutter Sie abholt. Sie sind hier nicht Babysitter für alleinstehende Mütter. Das sind doch nur 20 Minuten. Und sie bittet mich nur selten. Es macht keine Mühe. Das ist mir egal. Die Kinder haben zu verschwinden. Ja. Ist er jetzt mein Chef und doch fühle ich mich in seiner Nähe merkwürdig. Der Mensch hat so etwas an sich. Manchmal habe ich das Gefühl, unser Schuldirektor ist der Fürst der Finsternis.
Hattest du schon Gelegenheit, deine besten Schüler mit Ezra Pound bekannt zu machen? Noch nicht. Wenn ich sein Werk nicht begreife, wie kann ich es dann von meinen Schülern verlangen? Ach, Unsinn, Vince. Du bist zu intelligent, um so schnell aufzugeben. Glaubst du, ich hätte Pound gleich verstanden, als ich ihn entdeckt habe? Er hat mich bewegt. Er hat mein Leben verändert. Er könnte ohne weiteres als der größte amerikanische Dichter dieser Epoche bezeichnet werden. Sue hat mir erzählt, dass du ihn als Student persönlich getroffen hast. Er lebt in einer Nervenklinik in Washington. Nachdem ich ihn gelesen hatte, musste ich ihn treffen. Ich musste ihm sagen, dass er ein großer Dichter ist, ein Genie. Aber die Welt hat ihn verkannt. War das, bevor er wegen Landesverrats angeklagt wurde? Was bedeutet Landesverrat für einen Künstler? Sie nannten ihn einen Faschisten. Sie sagten, er hätte mit Mussolini kollaboriert. Was bedeutet das für ein Genie? Hört sich ja grauenvoll an, in einer Irrenanstalt eingesperrt zu sein. Ich habe ihn beneidet. Aber die Einsamkeit muss doch... ein Segen gewesen sein, Vince. Ich lebe jetzt seit 5 Jahren mit Sue in diesem Haus. Denkst du, ich bin nicht einsam? Aber einmal absolut allein zu sein, wie Ezra Pound, eingeschlossen in einem kleinen, zellenartigen Raum, erscheint mir nun einmal in vielerlei Hinsicht ein wahrer Segen zu sein. Meine Herren, das Abendessen ist fertig. Das ist wahrscheinlich der beste Hackbraten, den ich jemals gemacht habe. Fantastisch. Das sieht groß aus. Danke. Wie das riecht. Geht hier, ich mach das schon. Hallo? Wieder mal aufgelegt. Aber im Hintergrund habe ich Kindergeschrei gehört. Ich weiß, wer das war. So. Ich will kein Wort hören. Ich hab's endgültig satt. Setz dich, Vince. Sie wird sich wieder beruhigen. Wahrscheinlich war es Susan Reynolds. Sie lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ich habe versucht, ihr mit Ratschlägen zu helfen, aber sie hat sich anscheinend in mich vergafft. Sie sucht verzweifelt nach einem Stiefvater für ihre Kinder. Die Frau kann einem leid tun. Du kannst dir nicht die Probleme aller Lehrer aufhalsen. Ich weiß, aber wenn ich jemals mit meiner Dichtung ein Zeichen setzen will, muss ich mich emotional auf andere Menschen einlassen. Aber das ist dann auch schon alles. Warum Sue auf diese kleine, mausige Person eifersüchtig sein kann, ist mir ein Rätsel. Sie ist nicht mal als Lehrerin brauchbar. Die schlechte Beurteilung von Dr. Smith hat sie wahrscheinlich auch verdient. Warum sagst du ihr nicht einfach, dass du ihr deinen Rat als Lehrervertreter anbietest, aber nicht mehr? Ich weiß, dass das das Klügste wäre. Das weiß ich durchaus. Aber sie ist so bedauernswert, so hilflos. Es ist faszinierend. Menschen wie sie sind das Saatgut für meine Dichtung. Das gleich hier, ja? Okay. Setzen wir uns da vorne hin. Ich erzähle dir gar nicht erst, was sie sonst noch gesagt hat. Vince? Ich denke, wir stehen uns so nah wie Brüder. Du kannst mir doch alles erzählen. Ja, als ich ihr klar machen wollte, dass du nur ein rein freundschaftliches Interesse an ihr hast, hat sie angedeutet, dass ich keine Ahnung hätte, wovon ich rede. Ihre sexuellen Zwangsvorstellungen stoßen mich ab. Sie hat mir erzählt, dass sie ins zwielichtige Bars geht. Da sucht sie Männer für ihre abartigen Sexspiele. Wahrscheinlich bildet sie sich ein, dass ich sie durch eine Heirat retten würde. Und dabei projiziert sie nur ihre sexuellen Fantasien auf mich. Du hast doch nicht etwa vor... Eigentlich müsstest du mich besser kennen. Schön, ich teile vielleicht nicht deine religiösen Überzeugungen, aber ich teile deine Vorstellungen über die Keuschheit.
Irgendwann kommen wir immer auf die Religion zu sprechen. Glaubst du, dass du eines Tages zum Katholizismus konvertierst? Tja, in meinem Innersten wäre ich wohl gern Priester. Ein Mönch, wenn es nach mir ginge. Vince, ich möchte dir etwas gestehen. Selbst meine Beziehung zu Sue ist absolut platonisch. Ich habe keinerlei Verlangen nach einer sexuellen Beziehung, egal zu wem, und am allerwenigsten zu Susan Reinhardt. Ich weiß, dass du das verstehst. Das ist richtig. Ich verstehe es vollkommen. Schlaf gut, Wins. Diese Frau, Bill. Nicht Susan Reinhardt. Für alle anderen hatte ich Verständnis. Bei all deinen Affären habe ich den Mund gehalten und dir vergeben. Aber Susan Reinhardt werde ich dir nicht verzeihen. Sie hat nicht das Geringste zu bieten. Sich vorzustellen, dass du bei ihr bist, ist die schlimmste Beleidigung. Sie ist eine Beleidigung. Glaub mir, Sue. Ich verachte diese Frau. Ich habe mich irgendwie in die dumme Situation gebracht, dass sie immer meinen Rat sucht. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich kenne dich besser, als irgendjemand es jemals tun wird. Ich kenne dich besser, als ich jemals einen anderen Menschen kennen möchte. Ich lebe hier mit dir, obwohl du mich nicht heiratest. Ich habe gelernt, mit dir zu leben, ohne körperliche Liebe von dir zu bekommen. Ich habe immer davon geträumt, eine Familie zu haben. Aber bald bin ich zu alt dafür. Sue, wir sind jetzt schon eine halbe Ewigkeit zusammen. Es ist so angenehm, so wie es ist. Als erfahren würde, dass du mit Susan Reinhardt schläfst. Würde ich dich für immer aus meinem Leben ausschließen? Ausschließen? Ich wäre lieber eingeschlossen wie Ezra Pound, als aus deinem Leben ausgeschlossen zu sein. Die Probleme dieser Frau sind das Saatgut für meine Dichtung und nicht mehr. Es ist wahr, dass mich niemals jemand so kennen oder lieben wird, wie du es tust. Ich kann nicht ohne Liebe leben. Deine Liebe. Du weißt, wie sehr ich es brauche, dass du an mich glaubst. Du schaffst es, dass sich eine Frau bei dir fühlt, als wäre sie der Mittelpunkt des Universums. Der Typ vom Einkaufszentrum. Den nehmen wir uns mal vor. Ich bin doch nicht zu schnell gefahren, oder? Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen? Er ist im Wagen.
damit! Ach du meine Güte. Keine Bewegung. Was hat denn das hier zu bedeuten? Und erzählen Sie uns nicht, Sie wären Diabetiker. Die gehört meinem Schwiegersohn. Halleluja. Nun sieh dir mal dieses Zeug an. Das glaubt man ja gar nicht. Klebeband, Handschuhe, Plastiktüten. 4 Kanonen. Was soll das alles? Gehört meinem Schwiegersohn. Er hat diesen Wagen gefahren. Ich glaube, ich spinne. Weißt du, was das hier ist? Ein selbstgebastelter Schalldämpfer. Sears. Direktor der Upper Marion High School, nicht zu fassen. Er hat mehr Schalldämpfer als die CIA. Und hier hat er die Dinger ausprobiert. Seht euch das mal an. Er hat literweise Salpetersäure mit der Aufschrift Upper Marion Chemielabor. Warum klaut so ein Typ Salpetersäure? Mann, der hat ja eine halbe Apotheke in seiner Schublade. Hier, was haltet ihr davon? 79. US Arkom, das ist eine Reservistenausrüstung. Der Typ soll ja auch Colonel in der Reservearmee sein. Und außerdem noch Kleptomane. Klaut sogar Armeekämme. Ich weiß ja nicht, was der unterrichtet, aber er hat jedenfalls einen exotischen Literaturgeschmack. Allein schon die Titel von diesen Büchern hier, bestialischer Liebhaber. Oder das hier, ihre wilden Exzesse. Ich habe alle Gegenstände und auch die Einschusslöcher fotografiert. Auch im Keller haben wir alles abgelichtet. Wollt ihr von dem Zeug auch ein Foto? Ketten und Schlösser. Wozu braucht man sowas? Zum Fesseln? Na, wahrscheinlich für den bestialischen Liebhaber. Naja, was soll's. Mach ein Foto davon. In der Spritze, die Dr. Smith in der Tasche hatte, war Ethyclorvinol. Ein Tränkeleiser. Drogen und Pillen haben ihm nicht gereicht. Er hat sich das Zeug auch noch gespritzt. Die Spritze war nicht für ihn bestimmt. Das Labor sagt, eine Injektion würde innerhalb einer Minute zur Bewusstlosigkeit führen. Vielleicht wollte er irgendwen aus dem Einkaufszentrum entführen. Er will uns vormachen, dass der Stoff seinem Schwiegersohn gehört. Edward Hansberger. Und die Kanonen braucht er, um sich ein paar Jugendliche vom Hals zu halten, die es auf ihn abgesehen haben. Hey, was denkt ihr, wie dieser Schinken hier heißt? Das geheime Leben des Pädagogen war auch für seine Frau ein Geheimnis. Hast du das Interview mit Dr. Smith Frau gelesen? Und hier die Schlagzeile, Dr. Smith oder Mr. Hyde? Ist doch merkwürdig, dass Dr. Smiths Tochter und ihr Mann von der Polizei gesucht werden. Ja, angeblich waren das ja ihre Drogen und die Uniform der Sicherheitswache soll einem Freund von ihnen gehört haben. Vielleicht stimmt das sogar. Ich meine, sie sind beide drogenabhängig und Dr. Smith hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Ich wette, Dr. Smith hat nicht nur diesen Raubüberfall begangen. Dieser Mann ist unheimlich, das ist mir von Anfang an aufgefallen. Was soll denn das? Ich hab dir doch gesagt, ich hab... Leute, die drogensüchtig sind, die sind unberechenbar. Entschuldigt bitte. Als Lehrervertreter sollte ich euch vielleicht mitteilen, dass ich einen Brief an Dr. Smith geschickt habe, um ihm Beistand zu geben. Beistand? Für einen Verbrecher? Mir ist schon klar, dass ihm schwerwiegende Dinge vorgeworfen werden, aber es ist trotzdem unmöglich, ihn mir vorzustellen als eine Art von... Dr. Smith oder Mr. Hyde? Als einen Mann, der in Wirklichkeit ein Doppelleben führt. Abgesehen davon gilt er als unschuldig, bis ihm das Gegenteil bewiesen wird. Und ich finde, dass er aus Gründen der Loyalität und des Anstandes unsere Unterstützung verdient. Zumindest im Augenblick. Loyalität für den Fürsten der Finsternis? Immer einen Schauer über den Rücken gejagt. Diese Augen, ein Blick von ihm war wie ein obszöner Anruf. Gestern
gestern Abend nicht haben wolltest. Man trifft keine Verabredungen, wenn man sie nicht einhalten kann. Mir reicht's. Ich bin es immer wieder durchgegangen. Das ist alles in Ordnung, aber... Du Schlampe, lass die Finger von Bill Bradfield! Was machst du denn da? Seid ihr verrückt geworden? Lass ihn in Ruhe! Oh Gott! Sue, was soll... Lass ihn in Ruhe, oder du wirst es bereuen! Und dann, als er nach 2 Stunden immer noch nicht aufgetaucht war, habe ich vollständig die Kontrolle verloren. Ich war nur noch wütend. Und hast du auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass du in Wirklichkeit gar nicht auf ihn wütend warst? Oh, hallo Susan. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich hatte gerade ein schlimmes Erlebnis in der Schule. Etwas, worüber du mit uns reden möchtest. Naja, vielleicht wär's das Beste. Wir hören dir zu. Ich habe ja schon von meinem Freund Bill erzählt. Seit unserer letzten Sitzung ist die Situation zwischen uns noch gespannter geworden. Wenn es doch in meinem Leben etwas mehr Spannung gäbe. Naja, heute in der Schule ist Sue Myers ohne jeden Grund auf mich losgegangen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Es war furchtbar. Sie hat mich geschlagen, sie hat mich bedroht. Es war so erniedrigend. Susan, jetzt hören wir schon seit einem Jahr diese Geschichten von Bill. Er sagt, er verlässt sie und tut es nicht. Wie lange willst du dir das gefallen lassen? Tja, Schätzchen. Ich bin keine gebildete Frau wie du, aber ich weiß genau, wann mich jemand an der Nase rumführt. Warum vergisst du diesen Kerl nicht einfach? Der taugt doch nicht. Dieser Mistkerl treibt nur sein Spiel mit dir. Was denkst du, wenn du diese Einwände hörst? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich meine, ihr kennt Bill nicht. Du bist doch ein kluges Mädchen. Du hast was Besseres verdient. Sich verprügeln zu lassen, lohnt sich niemals. Er ist schon so lange mit ihr zusammen, dass er sich für sie verantwortlich fühlt. Diese Sue ist ohne ihn hilflos. Er hat es mir erklärt. Er wartet sehnsüchtig auf den Moment, wo er sie verlassen kann. Wenn du ihn nicht aufgeben willst, solltest du vielleicht Karate lernen. Wenn ihr ihn erlebt hättet, würdet ihr es verstehen. Ihr würdet sehen, wie er wirklich ist. Also die Themen Rache und Vergeltung kommen zu ihrem dramatischen Höhepunkt, in Odysseus endlich heimkehrt. Diejenigen unter euch, die ihre Semesterarbeit über Ezra Pounds Gesänge schreiben wollen, sollten über das Thema Vergeltung nachdenken. Pound hat Homer als Quelle. Wir würden auch gerne mitlachen, Carl. Natürlich, ich hätte wissen müssen, dass ich nicht daran vorbeikomme, heute mit euch über Dr. Smith zu reden. Ihr seid die Schüler der Abschlussklasse. Ihr seid die Besten von Upper Merion. Ich bin immer ziemlich enttäuscht von Menschen, wenn sie über Dr. Smith den Stab brechen, ohne mit allen Fakten vertraut zu sein. Ihr habt genügend über das Leben Ezra Pounds gelesen, um zu wissen, dass ein Mann, dem auch das schlimmste Verbrechen vorgeworfen wird, der Verrat des eigenen Landes, trotzdem vor der Geschichte als ein hervorragender Künstler gilt. In diesem Fall liegt das ganz ähnlich. Wir haben hier ebenfalls einen hochintelligenten Mann. Einen ungewöhnlichen Mann, der unter Anklage steht. Wir sollten ein bisschen Geduld und Toleranz aufbringen, bis wir alle Einzelheiten kennen. Gibt es noch Fragen zu euren Hausarbeiten? Ja? Mr. Bradfield, mir ist einiges unklar in dem Gedicht von Pound, das ich analysieren soll. Und was? Ich vermähle mich mit den Freien meiner Art auf den Klippen. Die verborgenen Tiefen haben das Echo meiner Absätze gehört. Im kühlen Licht, in der Dunkelheit. Naja, das bedeutet letztlich, dass ein außergewöhnlicher Mann einen anderen Mann findet. Einen Freund. Auf den Klippen des Lebens vermählt er sich mit einem Gefährten. Er heiratet einen anderen Mann? Nicht im weltlichen Sinne. Es bedeutet, es gibt auserwählte Männer, die Gleichgesinnte finden. Freie Geister. Nicht in den Tälern, die vom Mob überfüllt sind, aber auf den Klippen. Nicht in der Helligkeit, die der gewöhnliche Mensch bevorzugt, aber in den verborgenen Tiefen. In der Dunkelheit? Ja, genau. In der Dunkelheit. Guten Tag, Mr. Bradfield. Hallo, Shelley, wie geht's dir? Alles bestens, und Ihnen? Mir geht's gut, und ich vermisse die intelligenteste Schülerin der Abschlussklasse schon jetzt. Wann gehst du aufs College? Ich fahre schon am Montag. Die Vorstellung, allein in Kalifornien zu sein, ist erschreckend. Du wirst das hervorragend machen. Vergiss nur nicht, deine griechischen Verben zu üben. Ich vergesse nichts von dem, was Sie mir beigebracht haben, Mr. Bradfield. Du hast mir versprochen, dass wir uns noch einmal sehen. Ich versuche es. Ich möchte es auch.
Aber wann? Wir fahren dieses Wochenende zum Segeln nach Annapolis. Ich miete mir mit Chris ein Boot. Die ganze Welt soll von uns erfahren. Das kannst du immer noch nachholen, Cheryl. Hab Geduld. Cheryl bringt uns was zu essen vorbei, Chris. Sie ist ein nettes Mädchen. Ja, das ist allerdings wahr. Ich möchte nur das Beste für sie. Deshalb will ich dir auch was über unsere Beziehung erzählen. Mach dir keine Gedanken, Will. Du bist mein Freund. Ich erlaube mir da kein Urteil. Hey, ich will auf jeden Fall dein Urteil. Ich respektiere dich. Wenn du mich nicht ermuntert hättest, als ich noch Schüler war, wäre ich heute kein Lehrer. Ist schön zu hören, dass du mich respektierst. Du darfst nicht denken, dass ich die Absicht habe, dieses Kind zu verführen. Und doch quält mich dieses Bedürfnis. Ich will einfach geliebt werden. Und es reicht nicht, nur von einem Menschen geliebt zu werden. Ich brauche zärtliche, unschuldige Liebe. Aber du sollst wissen, dass ich vorhabe, Shirley zu heiraten, sobald sie zu Ende studiert hat. Ich bin der beste Ehemann der Welt. Hey! Wie geht's denn meinem Seefahrer? Hallo. Dieses Mädchen ist meine Rettung. Sie ist mein Fahrschein zum Himmel. Doch lächerlich, ihm diese Bücher zu schenken. Er kann sich selbst Bücher kaufen. Er ist auf Kaution frei. Der arme Kerl kann sich wahrscheinlich kaum was zu essen leisten. Sein Anwalt kostet sicher ein Vermögen und er muss noch für seine kranke Frau zahlen. Und alle Welt macht Hetzjagd auf ihn. Er soll nur wissen, dass nicht schon alle Lehrer ihr Urteil über ihn gefällt haben. Unsere Bank unsere Hypotheken gekündigt hat. Wirst du das Datum je vergessen? Ja, nein. Weißt du nicht mehr? Ich war deprimiert. Ich bin für ein paar Tage an die Küste gefahren. Das war ein Samstag, das musst du doch wissen. Hm. Und am Strand habe ich zufällig Dr. Smith getroffen. Davon hast du mir ja gar nichts erzählt? Zu dem Zeitpunkt schien es mir nicht wichtig. Ich habe dem Datum des Raubüberfalls keine Beachtung geschenkt, bis ich es heute in den Nachrichten hörte. Das war der Tag. Und was willst du jetzt machen? Was kann ich schon machen? Ich werde meine Zeugenaussage in dem Prozess anbieten. Der Mann ist unschuldig. Ich muss ihm sein Alibi bestätigen. Alles andere wäre nicht zu verantworten. Ich will nicht länger Entschuldigungen und Versprechungen von dir hören. Du musst dich zwischen ihr und mir entscheiden. In Ordnung. Ist gut. Wir können das besprechen, wenn du hier bist. Ich kann jetzt nicht. Mein Ex-Mann ist hier. Mach's gut. Hallo, Dad! Hallo, mein Gott.
Große. Spielen wir Fußball? Na klar, machen wir, Michael. Hi, Daddy. Hallo, mein Engel. Ich habe ein neues Gedicht für dich. Tatsache, ich kann es kaum erwarten, es zu lesen. Hi. Hi. Das mit deiner Mutter tut mir leid. Ach, das war ein Schock, aber wenigstens ging es schnell. Sie hat nicht gelitten. Jetzt gibt's eben die Auseinandersetzung wegen der Erbschaft. Wenn du einen Rat brauchst. Ja, vielleicht. Mein Anteil beträgt 34.000. Ich habe daran gedacht, das Geld gut anzulegen, damit die Ausbildung der Kinder gesichert ist. Wenn du einen Termin in meiner Bank brauchst, sag mir einfach Bescheid. Du kannst dich jederzeit an mich wenden. Danke, Ken. Ich bringe die Kinder Sonntagabend nach dem Essen zurück. Danke, dass du mich mitnimmst, Chris. Na klar, tue ich doch gern. Du weißt, dass ich mich gemeldet habe, um Dr. Smiths Alibi zu bestätigen? Ja. Ich muss dich auf eine Art und Weise ins Vertrauen ziehen, wie ich es noch niemals mit einem Menschen getan habe. Ich möchte noch nicht nach Hause. Können wir nicht aufs Land fahren? Ja, okay. Du hast ihn also in Verdacht, andere Verbrechen begangen zu haben. Trotzdem willst du sein Alibi-Zeuge sein? Ich habe keine andere Wahl. Kann ich dir vertrauen? Selbstverständlich. Ich glaube, ich bin in Gefahr. Wieso? Wegen Dr. Smith. Ich habe mich privat mit ihm getroffen. Ich war bei ihm zu Hause. Wir haben uns im Valley Forge Park getroffen und auch an anderen Stellen. Ich werde gegen meinen erklärten Willen damit reingezogen. In was reingezogen? Der Mann ist ein Krimineller. Ich meine gar nicht den Geldraub. Wenn du mich fragst, ich nehme an, dass wahrscheinlich ein Freund seines Schwiegersohns diesen Überfall verübt hat. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, kein Zweifel, Dr. Smith ist auch in schwere Verbrechen verwickelt. Zum Beispiel? Zum Beispiel Mord. Ich bin langsam davon überzeugt, dass er einen Mord begangen hat. Mord? Ja, im Zusammenhang mit irgendwelchen Drogengeschäften. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß, es klingt fantastisch, aber es ist wahr. Das ist unmöglich. Aber ich sag dir doch, es ist wahr. Wenn du davon so überzeugt bist, dann musst du sofort zur Polizei gehen, Dave. Nein, noch nicht. Es geht nicht. Ich habe keinerlei Beweise gegen ihn in der Hand. Vergiss nicht, Dr. Smith war sein Leben lang Soldat. Er hat hervorragende Beziehungen zu allen Polizeidienststellen. Wenn er nur den leisesten Verdacht hätte, ich könnte zur Polizei gehen, würde er mich umbringen. Er könnte mich töten. Bill, ich kann dir nur dringend raten, nie wieder in die Nähe dieses Mannes zu kommen. Aber ich muss es. Was meinst du denn damit schon wieder? Ich habe etwas Furchtbares erfahren. Er will gerade jemandem schaden, den wir beide kennen. Ich bin sicher, sein nächstes Opfer ist Susan Raynard. Susan Raynard? Aber wieso? Ich bin dahinter gekommen, dass die beiden seit langer Zeit ein Liebespaar sind. Ich weiß, ich habe es anfangs auch nicht geglaubt, aber es stimmt. Er glaubt, sie trifft sich mit anderen Männern. Kranke Typen, die sie in zwielichtigen Bars findet. Dr. Smith hat es herausbekommen. Er ist krankhaft eifersüchtig und er sagt, sie hätte den Tod verdient. Hast du sie gewarnt? Ich wage es nicht. Ich traue mich ja nicht mal zur Polizei zu gehen. Du hast die Zeitungen gelesen. Du weißt, was sie alles in seinem Keller gefunden haben. Waffen, Schalldämpfer. Und die benutzt er auch. Aber ich habe noch keine Beweise für das, was er mir erzählt hat. Ich muss versuchen, weiterhin sein Vertrauen zu erhalten, bis ich etwas Handfestes erfahre. Erst wenn ich genügend Beweise gesammelt habe, gehe ich zur Polizei und der Mann wird eingesperrt. Chris, erinnerst du dich? Du hast mir mal erzählt, dass du dich oft fragst, wie du dich verhalten hättest, wenn der Vietnamkrieg weitergegangen wäre. Ich bin in so eine Art Krieg verwickelt. Ein Krieg im Dunkeln. Und Dr. Smith ist ein überaus gefährlicher Feind. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich denn für dich tun, Will? Chris, dir hat es nur deshalb in der Vergangenheit immer an Selbstvertrauen gefehlt, weil niemals jemand Vertrauen in dich gesetzt hat, auch dein Vater nicht. Genauso ging es mir. Aber es ist notwendig, dass man darüber hinwegkommt. Ich bin entschlossen, diesen Verrückten irgendwie davon abzuhalten, Susan Raynard zu schaden. Und ich werde genügend Beweise sammeln, damit er für immer eingesperrt wird. Ich kann nicht anders. Ich muss das auch mir selbst beweisen. Es geht um mich, auch wenn ich das alles allein durchstehen muss. Aber ich kann doch nicht auf sie aufpassen und ihn gleichzeitig beobachten. Soll ich dir dabei helfen, ihn zu beobachten? In bestimmten Nächten könntest du deinen Wagen in der Nähe seines Hauses parken. Aber wenn er wegfährt, versuch ja nicht, ihm zu folgen. Er ist viel zu gerissen dafür. Du fährst direkt zu Susan Raynards Haus, damit du dort bist, bevor er eintrifft. Du wartest, aber in sicherem Abstand. Und dann siehst du, ob sein Wagen auftaucht. Aber Will, überleg doch mal, was ist, wenn er in ihr Haus geht? Was soll ich dann machen? Soll ich die Polizei anrufen? Soll ich versuchen, sie zu warnen? Soll ich...
Das hier ist kein lustiges Spiel, Chris. Wir müssen Dr. Smith vielleicht erschießen. Natürlich nur in Notwehr oder um Susan Rayner zu verteidigen. Du bist der Einzige, den ich dabei um Hilfe bitten kann. Wins würde vor lauter Angst zusammenbrechen. Er ist kein Mann, wie du es bist. Okay. Ich tue es. Danke. Ich werde weiterhin in seiner Nähe bleiben und dann werden wir weitersehen. Ja, Ma'am? Ich habe ein paar Informationen für die Beamten, die die Ermittlungen im J. Smith-Fall führen. Was denn für Informationen? Wir sind die Eltern von Edward Hansberger. Unser Sohn ist mit Dr. Smiths Tochter Stephanie verheiratet. Wie meinen Sie das? Die beiden sind verschwunden. Officer, Eddie und Stephanie sind drogenabhängig. Eines Tages gingen sie weg und sagten, sie wären bald zurück. Ich dachte, sie fahren zu Dr. Smith. Seitdem sind sie verschwunden. Als ich ihn anrief, behauptete er, sie wären plötzlich nach Kalifornien aufgebrochen. Das ergibt keinen Sinn. Eddie ist unser einziger Sohn. Er würde nicht einfach so weggehen. Tja, Drogenabhängige sind unberechenbar. Aber sie haben ihre ganze Kleidung zurückgelassen. Sie haben nicht mal Geld mitgenommen. Nachdem ich jetzt von Dr. Smiths Doppelleben erfahren habe, befürchte ich, dass er ihnen etwas angetan hat. Glauben Sie nicht, dass Sie da voreilige Schlüsse ziehen, Mrs. Hansberger? Officer, Stephanie hat einmal erzählt, dass ihr Vater sie und Eddie beschuldigen würde, hinter ihm herzuschnüffeln. Ich sehe nicht, was das damit zu tun haben. Ich habe in der Zeitung gelesen, was sie alles in seinem Keller gefunden haben. Sie sagte, als er sie erwischt hat, war er außer sich vor Wut. Er hat ihnen gesagt, wenn er sie jemals wieder erwischen würde, würde er sie zerstückeln und ihre Leichen in Säure auflösen. Wenn du es so machst, musst du dicke Wolle nehmen, damit es schneller fertig wird. Naja, aber ich habe immer das Gefühl, dass es dann zu fest wird, siehst du? Das gefällt macht mir nichts. Nicht so gut. Das muss so sein. Ich gebe ja zu, dass das andere länger dauert. Aber dafür trägt es sich hinterher auch angenehmer. Und du kannst schönere Muster machen. Hallo. Pat? Hallo, Bill. Ich komme nur vorbei, um Susan zu sagen, dass ich bisher nichts erreicht habe. Bill wollte sich dafür einsetzen, dass ich nächstes Jahr vielleicht einen Kurs für die Schüler der fortgeschrittenen Stufe bekomme. Das wäre eine gute Wahl. Mhm. Na schön, ich muss sowieso los. Ich muss auch gehen. Ich wollte eigentlich nur Susan auf dem Laufenden halten. Wir sehen uns in der Schule. Bill ist ja schneller raus als die Philadelphia Flyers. Aber die kassieren wenigstens Millionen dafür. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ich Besuch habe. Offensichtlich. Hallo, Bill. Ich wollte gerade zu euch raufkommen und sagen, dass ich doch mit dir und Susan über Weihnachten nach Florida fahre. Das freut mich, Vince. Hey, wollen wir ein Eis essen gehen? Ich möchte lieber mit dir zum Priester gehen. Na, großartig. Du bist dazu geschaffen, Katholik zu sein. Ich wusste es. Nein, im Augenblick geht es mir eigentlich weniger darum, zu konvertieren. Ich brauche vielmehr den vertraulichen Rat eines Beichtvaters. Ich stecke in einem moralischen Dilemma. Kann ich helfen? Vielleicht. Du bist mein bester Freund. Ich kann es Sue nicht erzählen, noch nicht. Ich würde dir gern helfen. Um was geht es? Du brauchst keinen Priester, du brauchst Michael, den Erzengel. Das ist ein Albtraum. Ich glaube, der Appetit auf ein Eis ist mir vergangen. Meine Zähne klappern auch so schon genug. Bieg hier links an. Aber der Laden ist da drüben. Bitte, Vince. Es dauert nur eine Minute. Ich muss dir etwas zeigen. Ich habe dir noch nicht alles gesagt. Ich glaube, ich weiß, was mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn passiert ist. Du meinst, warum sie verschwunden sind? Sein Abfall. Du hast doch sicher mitbekommen, dass Dr. Smith seinen Abfall von zu Hause mitbringt und in der Schule wegwirft. Das ist mal wieder eine seiner skurrilen Eigenarten. Wir fallen auf seine Gerissenheit rein, Vince. Denk mal nach. Säckeweise Abfall. Du denkst doch nicht etwa, dass... Die Säcke könnten doch sehr gut die Überreste seiner Tochter und seines Schwiegersohns enthalten. Mein Gott. Wir müssen zur Polizei gehen. Nein, das geht nicht. Wir haben keine Beweise. Die würden uns nie glauben. Was hast du jetzt vor? Ich versuche, ihn unter Kontrolle zu bringen. Ich muss mit allen Mitteln verhindern, dass er noch jemandem schadet. Und dann, wenn ich genug Beweise habe, kann ich ihn anzeigen. Gut, fahr da drüben rechts ran und schalte die Lichter aus.
Schrode? Ist das nicht... Das ist das Haus von Dr. Smith. Ganz ruhig. Halt deine Hand über das Licht, wenn ich aussteige. Aussteigen? Du willst doch nicht aussteigen. Ich muss nur etwas nachprüfen. Wenn Dr. Smith um diese Zeit in seinem Keller ist, dann geht er heute nicht mehr weg und Susan ist sicher. Und ich kann schlafen, ohne mir Sorgen zu machen. Ich brauche dringend Schlaf. Schon der Arm. Ich hol mal das ganze Zeug hier weg. Ach, vielen Dank, Freund. Guck mal. Wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht. Ihr wollt doch, dass Michael getauft wird. Aber ich bin doch schon längst getauft. Es geht um die Taufe in der Kirche deiner Großeltern, Michael. Wo ist da der Unterschied? Naja, ich gehöre einer anderen Kirche an, aber ich sehe keinen Grund, warum du nicht in der episkopalen Kirche getauft wirst wie Oma und Opa. Meinetwegen, wo ist denn die Kirche? Naja, ich dachte, die Washington Memorial Kapelle im Valley Forge Park würde dir bestimmt gefallen. Hey, das ist ja so ein Wagen, wie wir ihn kaufen, wenn wir mit Bill nach Europa fahren. Wer ist Bill? Der Freund von Mom, Bill Bradfield. Ach, ich träume immer noch davon, mit Freunden nach Europa zu fahren. Wollt ihr noch ein paar Kekse? Hoffentlich wird man in eurer Kirche nicht auch unter Wasser getaucht. Er kann wirklich noch spielen wie ein kleiner Junge. Das war das Erste, was mir damals an ihm aufgefallen ist. Er ist belesen, er ist intelligent, aber ich mag den Jungen. Er hat die Tage hier dringend gebraucht. Ich ebenfalls. Wenn ich noch eine Geschichte darüber höre, dass Jay Smith Susan Reinhardt umbringen will, dann begehe ich einen Mord. Das hat er dir erzählt? Mir erzählt? Er ist 6 Nächte in der Woche unterwegs, nur wegen dieses Jay Smith-Wahnsinns. Weißt du, wie ich das sehe? Das ist eine Midlife-Crisis. Nein, nein, wirklich. Ihn hat eine Krise in der Mitte seines Lebens erwischt. Ich würde mir wünschen, dass er Smith nicht am Tag des Geldraubes in Ocean City gesehen hätte. Falls er ihn gesehen hat. Er würde doch nicht lügen, um dem Mann ein Alibi zu verschaffen. Nein, nicht lügen, aber... Was ist, wenn er sich irrt, wenn er einen anderen Samstag meint? Er kann sich nicht mal seinen Geburtstag merken. Was ist denn das hier? Handschuhe. Hat er sich heute Nachmittag besorgt. Bill trägt doch sonst nie Handschuhe. Wenn man sich mit Dr. Smith abgibt... Der friert einem das Blut in den Adern und man muss sich warm anziehen. Hör auf damit, das ist nicht komisch. Ich habe in meinem Leben ein Vermögen für Horrorfilme ausgegeben. In der Hoffnung, mir richtig Angst zu kriegen. In letzter Zeit bekomme ich so viel Horror, dass es mich umhaut. Umsonst. Das hier ist mein Geld. Ich will es in bar. Aber Mrs. Reinhardt, $25,000 sind eine Menge Geld. Wir haben es uns zur Regel gemacht. Ihre Regeln sind mir vollkommen gleichgültig. Ich brauche dieses Geld. Es gehört schließlich immer noch mir. Wollen wir nicht in mein Büro gehen? Ich bin sicher, wir können die Angelegenheit klären. Wir haben es uns zur Regel gemacht, bei größeren Bargeldabhebungen vorsichtig zu sein. Weil das schon öfter bedeutet hat, dass der Kunde Opfer eines Betruges wurde. Vielen Dank für Ihre Fürsorge. Aber ich bin keine senile alte Frau, die man übers Ohr haut. Ich habe die Möglichkeit, kurzfristig $25,000 anzulegen, die mit 12% verzinst werden. Das ist sehr attraktiv. Im Augenblick kenne ich niemanden, der 12% anbietet. Deshalb möchte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Aber warum Bargeld? Ich kann Ihnen einen Scheck über $25,000 ausstellen. Kein Scheck. Ich will das Geld. Mein Vermittler besteht auf Bargeld. Wie wäre es mit einer Telex-Überweisung? Wir können das Geld von unserer Bank auf das Konto Ihres Vermittlers buchen, wer immer das auch sei. Aber das will ich nicht. Ich versuche nur, Ihrem Vorteil zu dienen. Soll ich vielleicht mal mit Ihrem Geschäftspartner reden?
Er verlangt Bargeld und die Investition ist streng vertraulich. Aber für keine seriöse Investition braucht man Bargeld. Wir können Ihnen eine ganze Anzahl überaus attraktiver... Ich habe über 30.000 Dollar auf dieser Bank und ich möchte jetzt mein Konto auflösen. Ach, da bist du endlich. Ich kann es kaum erwarten, das Ding auszuprobieren. Ich daran denke, dass du dich immer für die geschickten Hände deines Vaters geschämt hast. Auch du hast kluge und geschickte Hände. Ich habe 3 Tage dafür gebraucht. Das sind die Bauteile aus Dr. Smiths Keller. Es hat funktioniert. Geräuschlos und wirkungsvoll. Moment mal, du hast gesagt, das wäre der allerletzte Ausweg. Wir tun das natürlich nur in Notwehr. Oder um Susan Rayner zu verteidigen. Aber wenn es zum Konflikt kommt, könnte es von Vorteil sein, geräuschlos und unauffällig vorzugehen. Du darfst nicht vergessen, der Mann hat kriminelle Verbindungen. Wäre vielleicht besser, wenn jemand erfährt, dass man uns das zu verdanken hat. Ich weiß nicht, ob unsere Zentrale damit einverstanden ist, so eine hohe Lebensversicherung auf eine Lehrerin abzuschließen, Mrs. Rayner. Naja, mein zukünftiger Mann und ich, wir haben uns entschlossen, uns so gut wie möglich zu versichern, denn wir fahren für eine Zeit lang nach Europa. Ich mache diese Versicherung, weil sie mich schützt, auch wenn ich im Ausland lebe. Wenn alles gut geht, haben wir vor, uns in England niederzulassen. Das ist eine hohe Versicherung, ganz gleich, wo sie sich niederlassen. Ich möchte, dass sie die Police so aufsetzen, dass mein zukünftiger Mann der einzige Begünstigte ist. Was ist mit ihren Kindern? Es wäre mir eine große Beruhigung, wenn nur er die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft hätte. Es wäre mir lieber, wenn er die Kinder aufzieht und nicht ihr leiblicher Vater. Er würde ihnen ganz bestimmt eine humanistischere und intellektuellere Erziehung bieten. Dazu wäre mein Ex-Mann nie fähig. Und wie lautet der Name des Begünstigten? William Sidney Bradfield Junior. Braucht Mr. Bradfield mit seiner eigenen Lebensversicherungspolice Hilfe? Ich würde jederzeit vorbeikommen. Tja, im Augenblick ist er bei einer Familienfeier in New Mexico, aber ich gebe ihm gern Ihre Karte. Bestell mir einen Hamburger und was zu trinken. Ich muss mal telefonieren. Wen willst du denn anrufen? Ich rufe im Hotel an. Mal sehen, ob Sue eine Nachricht hinterlassen hat. Hallo? Ja, ich würde ein Ferngespräch für Mrs. Smith schon annehmen, aber sie arbeitet nicht mehr hier, danke. Ja, natürlich. Dann nehme ich das Gespräch an. Hallo? Sagen Sie Ihrer Frau, dass es Ihrer Mutter schlechter geht. Ich fürchte, sie würde es nicht mehr lange machen. Sie soll besser hierher kommen, bevor es zu spät ist. Sie ist immer noch im Brian Moore Hospital. Ja. In Ordnung. Wiederhören. Hey, weißt du, wer das war? Dieser komische Hansburger. Er und seine Frau leben jetzt in einer Kommune in New Mexico. Wollen Sie zurückkommen? Er wusste nicht, ob Ihnen das im Moment möglich ist. Na, wenigstens sind Sie noch am Leben. Erzählen Sie das besser der Polizei. Ich habe schon diese komischen Gerüchte geglaubt, dass Jay Smith sie umgebracht hat. Nun, Sie haben ausgesagt, dass Ihnen an dem falschen Geldboten vor allem sein silbergraues Haar aufgefallen ist. Ich glaube, Sie nannten es grau durchwachsen. Und Sie haben ausgesagt, dass der falsche Kurier glatt rasiert war, nicht wahr? Wenn ich das richtig sehe, trägt Dr. Smith heute einen Schnurrbart. Aber wie können Sie so sicher sein, dass der Mann, der hier im Gerichtssaal sitzt, derselbe Mann ist, der Ihnen das Geld abgenommen hat? Da war etwas in seinem Gesicht. Das ist kein gewöhnliches Gesicht.
Ich bin hundertprozentig sicher. Können Sie der Jury Ihr Verhältnis zu Dr. Smith, dem Angeklagten, schildern? Ja. Ich bin der Vertreter der Upper Marion Lehrerschaft und in dieser Position hatte ich schon einige Konflikte mit Dr. Smith. Aber als mir nach seiner Festnahme einfiel, dass ich an dem Tag, an dem das Verbrechen verübt wurde, in Ocean City war und zufällig Dr. Smith dort traf, war mir klar, dass ich dem Gericht diese Information mitteilen musste. Also würden Sie Dr. Smith nicht gerade als Ihren Freund bezeichnen? Nein, wir arbeiten zusammen, das ist auch schon alles. Ich versichere Ihnen, ich bin nur sehr ungern in diese Dinge verwickelt, aber es ist meine Pflicht. Gibt es noch irgendwelche Zeugen für Ihr zufälliges Zusammentreffen in Ocean City? Naja, Dr. Smith und ich wollten einen Kollegen besuchen, der ein Strandhaus an der Küste besitzt. Aber er war nicht da. Ich fragte einen älteren Herrn, der in der Straße wohnt, ob die Adresse stimmt. Möglicherweise erinnert er sich an diese Begegnung, auch wenn er vielleicht das genaue Datum vergessen hat. Entschuldigung, Officer. Können Sie uns sagen, in welchem Gerichtssaal der Prozess gegen James Smith stattfindet? Saal 30. Mr. Bradfield. Sie haben ausgesagt, dass Sie in Ocean City ein Restaurant aufsuchen wollten, als Sie zufällig Ihrem Direktor Mr. Smith begegneten. Hatten Sie Hunger? Ich war am Verhungern. Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Na, wenn Sie am Verhungern waren, warum haben Sie da nichts gegessen? Dr. Smith hat mich davon abgehalten. Sie haben nichts gegessen, weil Dr. Smith Sie davon abgehalten hat? Ohne ironisch sein zu wollen, Mr. Bradfield, aber machen Sie Ihre körperlichen Bedürfnisse davon abhängig, was Dr. Smith Ihnen gestattet? Das war nicht die Frage. Es ging nicht darum, ob er es mir gestattet. Was war es dann? Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Beantworten Sie einfach die Frage, Mr. Bradfield. Bitte beantworten Sie die Frage. Sie haben die Aussage von Mr. Bradfield gehört, dass er und Dr. Smith am fraglichen Tage einen Freund besuchen wollten. Und Sie haben auch gehört, dass er seinen Wagen anhielt, um Sie zu fragen, ob die angegebene Adresse wirklich stimmte. Haben Sie Mr. Bradfield jemals gesehen? Ja, den Mann mit dem Bart habe ich gesehen. Und hat er Sie nach dem Weg gefragt, wie er es ausgesagt hat? Ja, Sir. Dann stimmt also seine Aussage. Leider nein, Sir. Das Datum ist falsch. Nicht einmal die Woche stimmt. Das war mein 50. Hochzeitstag. Ich kann mich genau an den Tag erinnern. Ein Irrtum ist ausgeschlossen? Ich bin zwar weit über 70, aber mein Verstand arbeitet immer noch. Mit dem Datum muss er sich irren. Danke. Geschworenen haben sich nur kurze Zeit beraten. Haben Sie irgendwelche Zweifel an der Schuld von Dr. Smith? Nicht den geringsten. Und als er seinen Alibi-Zeugen Mr. Bradfield präsentierte? Wir haben Mr. Bradfields Aussage keinen Glauben geschenkt. Haben Sie vielen Dank. Das war Gloria Young für die Ich bin froh, dass Dr. Smith schuldig gesprochen wurde. Und ich wünschte, Sie hätten ihn nicht bis zur Urteilsverkündung auf Kaution freigelassen. Ich möchte nicht, dass du dich mit diesem Wahnsinnigen einlässt. Es ist mir egal, ob er geschworen hat, Susan Raynard oder halb Upper Marion umzubringen. Dr. Smith ist mir egal. Ich hasse diesen Mann. Warum nimmst du es dann so schwer? Sieh mich doch an. Ich bin 45 Jahre alt. Und was habe ich in meinem Leben erreicht? Mein Vater war ein bedeutender Mann. Er hatte alles, was er wollte. Und jetzt sieh dir uns an. Bitte, was haben wir? Wir haben doch uns. Hör auf, dich mit deinem Vater zu vergleichen. Er hatte eine Menge Geld, na und? Hunderte von jungen Menschen haben durch dich eine gute Ausbildung erhalten. Du bist ein großartiger Lehrer. Du begeisterst die Menschen. Sieh dir Vince an. Wie er zu dir aufsieht. Und Chris, du bist ein Idol für sie. Warum nimmt dich dieser dumme Prozess so mit? Alles, was ich habe, ist meine moralische Integrität. Ich dachte, die Menschen würden diese Integrität erkennen. Der Vorsitzende der Jury hat meine Aussage lächerlich gemacht. Sie haben mir nicht geglaubt. Ja.
ginge es los. Diese Woche ist die letzte Chance für ihn, Susan Reynard umzubringen. Ich habe vor, sein Haus jede Nacht zu bewachen. Aber vielleicht hat er seine Meinung geändert, jetzt, wo er ins Gefängnis ist. Nein, ganz sicher nicht. Komm mit. Salpetersäure. Dr. Smith hat mich gebeten, sie für ihn aufzubewahren. Er befürchtet, dass die Polizei nochmal sein Haus durchsucht und er wollte mich anrufen, wenn er das Zeug braucht. Dann werde ich ihn endlich festnageln können. Wäre es möglich, dass wir die Säure in deiner Wohnung unterstellen? Sue soll sie nicht sehen. In dieser Tasche ist ja Geld. Ja, ich weiß. Ich habe es von der Bank abgehoben. Es stammt von einem geheimen Konto. Das hier müssen mindestens $10,000 sein. Mehr als 20. Es hat mich Jahre gekostet, das zu sparen. Es ist für ein Boot. Ich wollte es Sue nicht sagen. Die würde alle möglichen Dinge haben wollen, die wir uns nicht leisten können. Aber warum hast du das im Auto? Ich habe meine Gründe. Wie viel ist in diesem Bündel? Was ist, wenn Dr. Smith Susan Reynard wirklich aus dem Weg schafft? Was ist, wenn er trotz all meiner Bemühungen Erfolg hat? Was ist, wenn ich damit reingezogen bin? Dafür gibt's doch keinen Grund. Du wirst es nicht glauben. Ich bin dahinter gekommen, dass diese Verrückte mich als Begünstigten in ihrem Testament eingesetzt hat. Sie wird niemals aufhören, mich zu verfolgen. Es geht ihr einfach nicht in den Kopf, dass ich nicht an ihr interessiert bin und auch nicht der Stiefvater ihrer Kinder sein will. Bill, niemand würde auf die Idee kommen, dass jemand sie wegen ihres Geldes umbringt. Sie ist Lehrerin, sie hat kein Vermögen. Chris, denk nach. Wenn sie von diesem Wahnsinnigen umgebracht wird, dann findet die Polizei ihr Testament mit meinem Namen. Auf wen fällt dann der Verdacht? Auf mich. Ich habe dieses Geld gespart, Chris. Ich träume von einem Segelboot für meine Freunde und mich. Freunde, die das Meer lieben. Freunde wie dich. Eins ist jedenfalls sicher. Im Wagen würde ich es nicht lassen. Diese Geschichte mit Dr. Smith hat mich vollkommen durcheinander gebracht. Was machen wir mit dem ganzen Geld? Naja, wie wär's mit einem Bankschließfach? Gut, aber wenn die Polizei von der Bank meinen Namen erfährt und das Fach öffnet? Das Schließfach könnte auf meinen Namen lauten. Ich habe keine Verbindung zu Susan Reynard. Ja, du könntest das Geld in eine Bank in Westchester oder sonst wo bringen. Aber mein Name darf nirgendwo auftauchen. Es läuft auf meinen Namen. Dann besorgst du am besten noch eine Vollmacht für Sherry. Falls du mal nicht erreichbar bist, kann sie das Geld abheben. Sie könnte innerhalb von ein paar Tagen hier sein. In Ordnung. Ach, da fällt mir noch was ein. Was ist, wenn das Schlimmste passiert? Was ist, wenn Susan Reynard ermordet wird und irgendwer findet zufällig das Geld? Und ich werde vielleicht als Täter verdächtigt? Unsere Fingerabdrücke sind auf den Scheinen. Wer sollte sie auf Fingerabdrücke untersuchen? Außerdem ist das dein Geld. Aber ich möchte nicht, dass das irgendjemand erfährt und die untersuchen grundsätzlich alles nach Fingerabdrücken. Was hältst du davon, wenn wir sie abwischen? Ja. Ja, wir wischen die Scheine ab. Was möchte ich nichts davon hören? Ich muss Susan Reynard beschützen. Ich will nichts davon hören. Thank you.
herrlich, wie Karen mit Molly spielt. Ich find's richtig schön, wenn du sie über Nacht bei uns lässt. Das dürfte wohl vorerst das letzte Mal gewesen sein. Die Kinder und ich gehen weg, sobald das Semester zu Ende ist. Wir haben alle unsere Sachen verkauft. Wird Bill dich nicht heiraten, bevor ihr weg ist? Nein, wir wollen in England heiraten. Ich finde es so auf jeden Fall besser. Bill befürchtet, dass Ken uns Schwierigkeiten macht. Ich verstehe nicht, wieso du diese Bedenken hast. Du und Ken, ihr habt euch doch in Freundschaft getrennt. Naja, Bill ist sich nicht ganz sicher, ob es dabei bleibt, wenn Ken erst mal klar wird, dass seine Kinder in Zukunft im Ausland leben. Vielleicht hält er uns auf. Er hat doch das Besuchsrecht für die Kinder. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du deine Beziehung zu Bill Bradfield auf ewig vor allem geheim halten kannst. Das wissen viele. Dir habe ich es erzählt. Meiner Therapiegruppe. Bill würde ganz schön wütend werden, wenn er das alles wüsste. Er würde ein Geheimnis nie anderen erzählen. Hey, Mom! Weißt du, ich habe nur ein Problem mit Bill. Das macht mir wirklich zu schaffen. Und was ist das? Seine Alibi-Aussage für Dr. Smith. Ich war mit Bill in Ocean City, als er angeblich Dr. Smith getroffen hat. Ich meine, ich war nicht jede Minute bei ihm, aber er hätte es mir doch bestimmt gesagt, wenn er Dr. Smith getroffen hätte. Das finde ich schon. Er hat es nicht getan. Ich habe ihn schon gefragt, ob er für Dr. Smith einen Meineid leistet. Warum sollte er das tun? Kann ich dir auch nicht sagen. Er hat mir versprochen, dass er mir alles erklären wird. Da fällt mir ein, Beverly hat mir erzählt, Bill saß letzte Woche in einem Restaurant am Lancaster Pike. Er unterhielt sich mit Jay Smith. Das glaube ich nicht. Er sagt, er hat Jay Smith seit dem Prozess nicht gesehen. Beverly war sich absolut sicher. Er schwört unter Eid, dass er Jay Smith in Ocean City getroffen hätte, auch wenn es nicht stimmt. Und er erzählt mir, er hätte ihn nicht gesehen. Und jetzt das? Ich verstehe das nicht. Ich finde das auch seltsam. Na schön. Du kannst jedenfalls sicher sein, bevor ich Bill heirate, möchte ich eine vernünftige Erklärung für diese Geheimnisse bekommen. Mom, ich wollte Molly meine Puppe schenken, okay? Wenn du es willst. Das war mein erstes Baby, als ich so alt war wie du. Hast du schon einen Namen? Karen. Das ist ein toller Name. Dann haben wir jetzt wenigstens auch eine Karen. Hey, Viv, spielen wir heute Abend wieder Bridge? Da waschen wir das Geschirr ab. Karen und ich spielen gegen Michael und Viv. Die Verlierer müssen abwaschen und die Gewinner besorgen eine Riesenportion Eiscreme. Tja, ich werde mich dann auf den Weg machen, damit ich fertig bin, wenn Bill kommt. Bis bald, Mom. Mhm. Bis bald, Schätzchen. Und iss nicht wieder zu viel Eis. Mach's gut, Liebling. Bis morgen. Also, macht's gut. Weiß ich auch nicht. Bill! Bill, warte doch mal! Was soll das? Können wir nicht noch mal drüber reden? Spülen oder abtrocknen? Ich spüle lieber. Na schön. Freust du dich darauf, mit Bill nach England zu gehen? Eigentlich schon. Magst du Bill? Na? Ja. Du kannst es mir erzählen. Ich kann dir wirklich alles erzählen, nicht wahr? Sicher. Ich bin die beste Freundin deiner Mutter und sie erzählt mir auch alles. Na ja. Ein paar von den Sachen, die er macht, nerven mich. Verstehst du? Zum Beispiel? Ich find's blöd, dass er jeden küssen und umarmen muss. Und manchmal mache ich ihm Frühstück, wenn er über Nacht bleibt. Ich sage, möchtest du ein paar Eierkuchen? Und er sagt, sicher. Und er isst die Eierkuchen und sagt, die waren toll. Und dann geht Michael zu ihm und fragt, möchtest du ein Mortadella-Sandwich? Und er sagt, sicher. Und dann isst er das Mortadella-Sandwich und sagt, das war auch toll. Mann, niemand isst Eierkuchen und ein Mortadella-Sandwich zum Frühstück und findet das auch noch toll. Manchmal glaube ich, er ist kein sehr aufrichtiger Mensch. Wir müssen über Dr. Smith reden.
muss früher, als ich dachte, in die Ferienschule fahren. Wenn Dr. Smith nach dem Plädoyer nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, schwebt Susan Reinhardt immer noch in Gefahr. Jedenfalls, ist Susan Reinhardt etwas zustoßen sollte und ich in die polizeilichen Ermittlungen einbezogen werde, dann möchte ich wenigstens nicht, dass alle Welt von dem Bankfach erfährt. Die Ersparnisse eines Lebens sind in diesem Fach. Was kann ich für dich tun? Ich möchte, dass du das Geld holst und in deiner Wohnung versteckst. Wenn alles gut läuft und Mrs. Reinhardt nicht mehr gefährdet ist, rufe ich dich an und du kannst das Geld wieder auf die Bank bringen. Verstehst du? Bill, komm doch rein. Sieht aus, als braut er sich da draußen was zusammen. Am Montag wird über Dr. Smith das Urteil gefällt. Ja, ich weiß. Gott sei Dank ist dann endlich alles vorbei. Das bedeutet, er hat noch 3 Nächte, um Susan Reinhardt aus dem Weg zu schaffen. Ich bin so müde, dass ich nicht mehr weiß, wie ich sie noch beschützen soll. Sue und Chris wollen heute Abend mit mir essen gehen. Sie denken, ich stehe am Rande eines Zusammenbruchs. Du siehst wirklich erschöpft aus. Fahr ein paar Tage weg. Ruh dich aus, bevor du am Montag mit den Ferienkursen anfängst. Wie kann ich sie allein lassen? Bill, J. Smith ist ein Wahnsinniger. Verstehst du nicht? Eine Menge von dem, was er redet, ist nur wirres Zeug. Ihr wird schon nichts passieren. Um dich mache ich mir Sorgen. Kommst du mit uns? Ich kann nicht. Mein Sommerjob hat bereits angefangen. Ich muss morgen früh raus. Wenn ich wegfahre, ist es unbedingt notwendig, dass du mitkommst. Wenn ich nicht hier bin und sie nicht beschützen kann, dann musst du als mein engster Freund bei mir sein, um meinen Aufenthaltsort zu bestätigen. Was soll das, Bill? Du hast alles getan, was du tun konntest. Diese Geschichte entwickelt sich zu einer Besessenheit. Ich bin sicher, ihr wird nicht zustoßen. Du warst immer wie ein Bruder für mich. Und ich habe deiner Loyalität nie mehr gebraucht als jetzt. Wenn ich wegfahre, dann musst du bei mir bleiben. Du musst mitkommen. Ich rufe meinen Boss an. Hoffentlich verliere ich meinen Job nicht. Konzentrier dich, Michael. Okay, versuch's nochmal. Locker durchziehen. Okay. Und jetzt locker durchziehen. Locker, Michael. Locker, Gott, auf. Right there. Los, Freddy, ein ordentlicher Schlag und wir haben gewonnen. Ja! Yeah. Oh. Pass auf, Freddy, jetzt schaffst du's. Oh. Dad, weißt du nicht mehr, was du mir gesagt hast? Locker durchspielen, ja. Schlag zu. Jetzt aber. Ja. Was sagen können. Sie tut so geheimnisvoll in letzter Zeit. Jetzt konnte ich den Kindern nicht mal auf Wiedersehen sagen. Cameron, es hat gehagelt. Komm mal sehen, wer die meisten Hagelkörner aufsammeln kann. Sind ja Riesendinger. Beeil dich, Versen, damit wir ihn schlagen. Das schafft ihr nie. Ich habe schon mehr als 100. Das gibt's ja gar nicht, wie groß die sind. Versen, Essen ist fertig. Ist gut, Oma, ich komme gleich. Los, wir müssen sie zählen. Ich wette, wir haben die meisten. Hagelsturm zu dieser Jahreszeit, sowas habe ich noch nicht erlebt. Karen, Michael, kommt jetzt rein. Mach's gut, Beth Ann. Wiedersehen.
fehlen, Schätzchen. Ach, wir haben doch noch ein paar Tage, bevor ich nach Hause fahre, Oma. Nicht traurig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Susan bei diesem Wetter losfährt. Hoffentlich passiert ihnen nichts. Ein Hagelsturm im Juni ist ganz außergewöhnlich. Was los ist. Vielleicht sollten wir Chris anrufen und ihm sagen, ihr sollt es vergessen. Sieht aus, als ob Bill nicht mehr auftaucht. Ich frage mich, ob eine Frau dahinter steckt. Ach, ich habe es einfach satt. Diese ganze Dr. Smith-Geschichte könnte doch nur ein Vorwand für eine seiner Affären sein. Du solltest wissen, dass er kein Interesse an Ach Affären nein, hat. Er interessiert sich schon sehr dafür. Auf eine eigene Art ist er ausgesprochen interessiert. Er lebt förmlich von Bewunderung. Unser unersättlicher Freund William Bradfield. Ruf Chris an und sag ihm, dass wir unterwegs sind. Na komm schon. Es geht los. Er ist erschöpft. Vollkommen erschöpft. Und ich ebenfalls. Ich brauche es nötiger, dass er zur Ferienschule fährt, als er selbst. Sie töten. Ganz ruhig, Bill. Reg dich nicht auf. Vergiss Dr. Smith. Du hast alles getan, was du konntest. Selbst heute Nacht habe ich noch versucht, sie zu retten. Ich bin seinem Wagen in die Nähe ihres Hauses gefolgt. Ich bin 14 Mal um den Block gefahren, aber er war weg. Ich habe ihn im Hagelsturm verloren. Es gibt wirklich nichts mehr, was ich tun kann. Jetzt liegt alles in Gottes Hand. Tage meines Lebens. Vince? Vince? Ich muss in eine Kirche gehen. Bring mich in eine Kirche. Es hält das Böse von dir. Schönere Orte für ein Wochenende als Harrisburg. Ja, das gilt für uns beide. Hoffentlich haben wir nicht Hotelzimmer mit Aussicht auf das Atomkraftwerk. Würden Sie da nicht auch Albträume bekommen? Hey, der Kofferraum steht offen. Den hat sicher wieder einer aufgebrochen. Ah, na und? Ich habe keine Lust, mich damit zu befassen. Ich bin total erledigt. Ja, ich auch. Wer will sich schon mit diesem Müll abgeben? Ja, das stimmt allerdings. Anscheinend ist sie an Händen und Füßen gefesselt worden. Quetschungen am ganzen Körper. Jemand muss sie schlimm zugerichtet haben. Das rechte Auge ist ganz blutig. Sie hat die Welt verlassen, wie sie hineingeboren wurde, in der Embryohaltung. Sind
Sie Jack Holes? Ja. Wir haben den Halter des Wagens ermittelt. Er ist zugelassen auf Susan G. Reynard in Ardmore. Das ist in der Nähe von Philadelphia, nicht wahr? Ja, liegt am Highway. Wenn sie das ist, ist sie 100 Meilen von zu Hause weg. Keine Handtasche, keine Schlüssel, keine Kleider. Die reinste Müllhalde. Hey, Dove. Untersuch diesen Kamm. 79. USA-Com. Was soll das bedeuten? Tja, wie es aussieht, habe ich jetzt alles. Wissen Sie, was komisch ist? Was? Naja, in dem Wagen, in dem Hamburger-Tüten, ausgestopfte Stofftiere und ein Pfadfinderbuch rumliegen, war auch ein Massagestab. Gleich unterm Sitz und ganz offen, konnte man nicht übersehen. Das ergibt keinen Sinn. Sir, wir haben um 5.20 Uhr einen Anruf erhalten von einem Mann namens Larry Brown. Er sagte, da liegt eine tote Frau im Kofferraum ihres Wagens vor dem Host Inn. Der Wagen war sichtbar geparkt. Der Kofferraum stand offen. Er hat alles getan, damit der Wagen ja nicht übersehen wird. Larry Brown wollte es nicht dem Zufall überlassen, dass jemand sie findet. Sue? Ja? Ich habe die Schreibmaschine mit runtergebracht. Würdest du dir was ausmachen, wenn ich sie nach New Mexico mitnehme? Ich hole sie dir. Nein, 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 sie ist zu schwer. Ich komme schon zurecht. Okay, sie steht an der Treppe. Vince? So. Alles drin. Danke. Ich danke dir von Herzen, dass du mir all die Monate beigestanden hast. Ich weiß, es ist schwer für dich gewesen. Aber deine Freundschaft werde ich nie vergessen. Dr. Smith müsste mittlerweile verurteilt sein. Ja, und Susan Reynard ist noch am Leben. Meine Arbeit ist erledigt. Hoffentlich kriegt er 10 Jahre. Kannst du Sue damit helfen? Ja. Danke, Wins. Dann ist alles gepackt? Ja. Danke, dass du es mit mir ausgehalten hast. Liebe mich. Immer. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Aber ich habe anscheinend keine Wahl. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Ich dir auch. Es gehört zu den vornehmsten Pflichten eines Schuldirektors, den jungen Menschen, die ihm von ihren Eltern anvertraut werden, ein Beispiel der Rechtschaffenheit zu geben. Dieser Angeklagte hier hat seinen Beruf auf geradezu monströse Weise entehrt. Und es spricht für sich, dass wir auch heute bei der Urteilsverkündung keine wirkliche Reue an ihm wahrnehmen. Das Gericht verurteilt den Angeklagten zur Zahlung der Kosten für die Strafverfolgung und Rückerstattung des geraubten Geldes. Darüber hinaus wird er auf unbestimmte Zeit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das Minimum der Strafe soll 5,5 Jahre betragen, das Maximum 12 Jahre nicht überschreiten. Mein Wagen steht auf dem Parkplatz. Sorgen Sie dafür, dass mein Bruder ihn bekommt. Ich kümmere mich darum. Ich möchte zu Mr. Reynard. Da drüben. Danke. Mr. Reynard? Ich bin Detective DeSantis von der Staatspolizei. Ich möchte, dass Sie mich wegen einer Identifizierung nach Harrisburg begleiten. Eine Frau wurde umgebracht. Vielleicht ist es Ihre Ex-Frau Susan G. Reynard. An Mund und Nase befinden sich noch Reste von Klebeband. Ja, das habe ich. Sie war gefesselt wie ein Hund. So fesselt niemand einen Hund. Am ganzen Körper Verletzungen. Da hat sich wohl einer ausgetobt. Haben Sie eine Vorstellung von der Todesursache? Naja, sie wurde nicht erstochen, erschossen oder erwürgt. Nennen wir es Tod durch Ersticken, bis wir den genauen Laborbericht haben. Es ist offensichtlich, dass sie aufgehört hat zu atmen. Irgendwelche Nadeleinstiche? Ich konnte keine finden. Allerdings bei den vielen Quetschungen kann es schon mal sein, dass man da etwas übersieht. Machen Sie Vaginalabstriche. Außerdem Proben von Kopf- und Schamhaaren und was Ihnen so einfällt. Das ganze Programm.
Wann ist sie gestorben? Naja, es gibt blasse Stellen auf beiden Seiten des Körpers. Also hat sie etwa 8 Stunden auf jeder Seite gelegen, nachdem sie tot war. Deswegen und wegen fehlender Leichenstarre würde ich sagen, sie starb am späten Samstagabend oder am frühen Sonntagmorgen. Was ist das? Sieht aus wie eine rote Faser. Susan noch am Freitagnachmittag gesehen. Ich spielte Baseball bei dem großen Pfadfindertreffen. Mit wem traf sie sich so? Männer, meine ich. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt ein paar Gerüchte über sie und einen Kollegen. Bill Bradfield. Es ist anscheinend schon eine ganze Weile gelaufen. Eine merkwürdige Beziehung. Man hat sie nie zusammen gesehen. Woher wissen Sie dann von dieser Beziehung? Naja, ich habe das mal so bei Ihren Freunden aufgeschnitten. Wer war Ihre beste Freundin? Ich glaube, Pat Schnür. Das sind beides Kolleginnen an der Upper Merion. Ach, übrigens, sind die Kinder bei meinen Eltern oder bei Pat? Welche Kinder? Ist gut. Alles klar. Ich komme so schnell ich nur kann. Ich mach dir eine Thermoskanne voll Kaffee, damit du auf dem Weg nach Harrisburg nicht einschläfst. Ach, und vergiss nicht, wieder deine Vitamine einzunehmen, okay? Hast du Jason zu deinen Eltern gebracht? Ja. Wie hat er es aufgenommen? Na, was denkst du wohl? Er ist der Sohn eines Polizisten. Ein Jammer, dass deine Mutter so weit weg ist. Joe, ihr geht's jetzt besser, mir geht's jetzt besser und damit geht's auch Jason besser. Nur weil ich zu den ungewöhnlichsten Zeiten für einen gewissen Joe Vennert arbeite, hat das noch lange nichts mit meiner Scheidung zu tun. Das wäre sowieso passiert. Okay? Du kannst ja richtige Reden halten, Kleiner. Ja, ich versuche mich ein bisschen gewählter auszudrücken, damit ich mit diesen College-Typen mithalten kann. Gewählter auszudrücken? Als du bei mir angefangen hast, war Delikatessen das schwierigste Wort, was du sagen konntest. Na ja, man hört sich um, man lernt. Ja, Pat kannte meine Schwester ganz gut. Wussten Sie, dass Ihre Schwester vorhatte, diesen Sommer mit den Kindern nach England zu gehen und ihren Freund Bill Bradfield zu heiraten? Ich habe Bill Bradfield nie getroffen. Pat hat mir von ihm erzählt. Es gab da so eine Art heimliche Affäre zwischen den beiden. Pat war einer der wenigen Menschen, denen Susan vertraute. Außerdem hat sie mich vor kurzem angerufen, ob ich mich an einer größeren Investition beteiligen wollte. Und da sprach sie von ihrem Freund Bill. Ich nehme an, sie meinte Bill Bradfield. Wussten Sie hiervon? Das Testament, ja, sie hat es mir gezeigt. Karen und Michael sind ihre Erben. Jetzt nicht mehr. Ihr Anwalt hat sich gemeldet, als der Fall bekannt wurde. Es gibt ein neues Testament. Testamentsvollstrecker William Sidney Bradfield Jr. Alleiniger Erbe William Sidney Bradfield Jr. Das ist unmöglich. Ihre Schwester hat es so gewollt. Sie hatte sicher ihre Gründe. Aber was soll das? Sie hatte nicht viel zu vererben. Von meiner Mutter hatte sie ein Stück Land, aber das ist alles gewesen. Sie glauben doch nicht, dass William Bradfield meine Schwester deswegen umgebracht hat. Sie sind überhastet mitten im Sturm losgefahren. Vielleicht wollte sie noch was einkaufen, bevor die Geschäfte dicht machen. Ja, vielleicht. Jack, sehen Sie sich das mal an. Was sollen diese Abkürzungen? INV und dann ein B. Investition? Bill? Mhm. Genau an dem Tag hat sie ihren Bruder angerufen und ihn gefragt, ob er sich beteiligen will. Okay, den Kalender nehmen wir mit. Ja. Auf jedem Bett lag ein Berg zusammengelegter Kleider. Am Sonntagmorgen wollten sie nach Allentown fahren. Sie hat alles vorbereitet. Ken Reynard sagt, als er Michael das letzte Mal sah, hatte er ein Baseballhemd der Phyllis an. Ja. Der Junge musste das schmutzige Hemd ausziehen, bevor sie aus dem Haus stürzten. Und die Kopie ihres Testaments war nicht bei ihren anderen Unterlagen, ihrer Scheidungsurkunde und so weiter. Und?
Und wenn sie zu einem wichtigen Treffen musste? Zu dem sie die Kopie ihres Testaments mitnahm? Zu der ihr Junge ein frisches Hemd tragen sollte? Einem Treffen, das ganz plötzlich vereinbart wurde? Sie meinen, sie wurde weggelockt? Okay, ich hab's. Danke, ich melde mich wieder. Hey, DeSantis! Wir haben Karten für das Spiel der Phillies am Samstagabend. Wir haben unser Motiv. Ich weiß, die New York Life hat gerade angerufen. Nein, nicht die New York Life. Versichert war sie bei der USAA. Sehen Sie an, Sie an. Offensichtlich hat sich Susan Reinhardt mehrere Lebensversicherungen besorgt. Bei zwei Gesellschaften. Wenn ich das richtig rechne, ist sie mehr als eine Dreiviertelmillion wert. Tot natürlich. Begünstigter William Sidney Bradfield Jr. Ein Versicherungsagent sagte, sie wollte ihn heiraten. Ist langsam an der Zeit, Mr. Bradfield zu besuchen. Ich bin Sergeant Wenner von der Bundespolizei. Das ist Jack Holtz. Bitte kommen Sie doch rein. Ich war überrascht, dass Sie mich anriefen, Sergeant. Ich kann Ihnen wirklich nicht viel über Susan Reinhardt erzählen. Ich weiß auch nur das, was im Fernsehen kam und was in der Zeitung stand. Das ist unser Nachbar, Winsor Leitis. Freut mich, Sie kennenzulernen. Können wir uns wohl setzen? Oh ja, bitte. Nehmen Sie Platz. Ich bin nie ein großer Bücherfreund gewesen. Ich gehe lieber angeln oder in den Wäldern jagen. Manchmal lese ich auch ein Buch, aber grundsätzlich keine Kriminalromane. Sie wollten sicher zu Mr. Bradfield. Wie kommen Sie darauf? Na ja, er war ein Freund von Susan, sowas in der Richtung. Er war eigentlich eher ihr Ratgeber. Wo ist er? New Mexico. Er hält dort Kurse mit einem anderen Kollegen ab. Chris Peppers, ebenfalls ein guter Freund. Seit wann ist er da? Seit Montagnachmittag. Wir haben alle zusammen das Wochenende an der Küste verbracht, Cape May. Bill, Wins, Chris Peppers und ich, wir unterrichten an der Upper Marion. Uns drängt sich der Verdacht auf, dass er eine enge Beziehung zu dem Opfer, Mrs. Reinhardt, hatte. Oh nein, keine sicher Affäre, nicht wenn das, Sie was das Sie meinen. Darunter nein, verstehen. Nein. Was dann? Sie hat ihn verfolgt. Sie hat sich regelrecht an Bill rangeschmissen. Sie war eine bemitleidenswerte, einsame Frau. Ja. Bill hat es als seine Aufgabe angesehen, sich um sie zu kümmern. Ihre Nachbarn sagen, sein Wagen stand ziemlich oft in der Nähe ihres Hauses. Auffallend oft. Auch schon mal nachts. Ja, das ist typisch Bill. Ich meine, sicher, er mag sie besucht haben, aber... Und zwar bis zum Morgen. Ich glaube nicht, dass er jemals die Nacht mit dieser... bei Susan Reinhardt verbracht hat. Nein, nein, das glaube ich nicht. Ist er manchmal über Nacht nicht nach Hause gekommen? Ja, er fuhr öfter an die Küste nach Annapolis und auch weiter weg zu Wochenendseminaren, Vorträgen und so... Bill geht seine eigenen Wege. Wir sind nicht verheiratet, aber ich weiß, dass er niemals... Entschuldigen Sie bitte. Überrascht mich nicht, dass Sie so schnell auftauchen. Sehen Sie, wir wussten, falls ihr jemand was zustoßen sollte, würde er möglicherweise in die Ermittlungen mit einbezogen. Wins, ein Anruf für dich. Für mich? Darf ich Ihnen was sagen? Hallo? Wins, Sue hat mir gesagt, dass du mit ihnen redest. Selbstverständlich, aber... Sag ihnen kein Wort! Um Gottes Willen, sag ihnen nichts! Nichts über Jay Smith oder das Testament dieser Frau. Weißt du nicht, dass die das Testament längst gefunden haben? Erklär ihnen einfach, wie sie hinter dir her war, Bill. Und was diesen Jay Smith an... Dr. Smith hat Freunde. Kriminelle Freunde. Wenn die rauskriegen, dass du mit der Polizei über ihn gesprochen hast, könntest du in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Aber sie werden alles über ihn rausbekommen. Nur nicht von mir und nicht von dir. Kapierst du das immer noch nicht? Wins, mein Name auf dem Testament macht mich zum Hauptverdächtigen. Die brauchen nichts weiter als einen Sündenbock. Es ist völlig egal, wer das ist. Wenn du das Falsche sagst, kommen die auf die Idee, dass ich was damit zu tun habe. Und am Ende lande ich auf dem elektrischen Stuhl. Elektrischer Stuhl? Was für ein elektrischer Stuhl? Na, da darfst du dreimal raten, du Idiot! Okay, ich werde es Ihnen erklären. Ich habe keine Ahnung. Ich erzähle Ihnen einfach... Ich weiß nicht, was ich denen erzähle. Dran, Wins, die könnten dich damit reinziehen. Du weißt genauso viel über Jay Smith und Susan Reinhardt wie ich. Mehr kann ich Ihnen nur gehört dazu nicht sagen. Na schön. Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie sagten, Sie sind Lehrerin. Welches Fach unterrichten Sie?
alle unterrichten Englisch. Nur Bill unterrichtet auch noch Latein und Griechisch. Entschuldigung. Mr. Valaitis, ich möchte gern wissen, wie gut Sie Ihren früheren Direktor Jay Smith kennen. Ich habe gehört, Sie gaben ihm einen Spitznamen. Fürst der Finsternis. Tut mir leid, meine Herren, diese ganze Geschichte hat mich so aufgeregt. Ich kann nicht. Ich muss mal kurz im Bad verschwinden. Ich fühle mich nicht wohl. Wäre es möglich, dass ich Sie morgen anrufe? Oder etwas später vielleicht? Auf Wiedersehen. Ich möchte Sie gern fragen, was Sie von diesem Brief halten. Wir haben ihn in Susan Reynolds' Haus gefunden. Ein Brief an Mr. Bradfield. Es ist 8 Uhr. Ich würde jetzt gern ins Bett gehen und meinen Kopf und meinen Körper abschalten. Heute Morgen bin ich aufgewacht und verging wie üblich vor Sehnsucht nach dir. Meine Brüste wollten von dir liebkost werden, meine Beine wollten die deinen umschlingen, meine Arme wollten dich halten, meine Hände über dein Gesicht... Aufhören! Eine sexuelle Wahnvorstellung von Susan Reynard und nicht mehr! Wenn ich Ihren Kurs unterbreche. Ich bin Bennett, das ist Holtz. Wollen wir uns nicht setzen? Tut mir aufrichtig leid, Sie unter so furchtbaren Umständen kennenzulernen. Hatten Sie eine gute Fahrt? Es war alles in Ordnung. Wir sind hier, um Sie über Ihre Beziehung zu Susan Rayner zu befragen. Was meinen Sie mit Beziehung? Ich war ein Freund. Es hat mich schockiert, von Ihrem Tod zu erfahren. Wäre es vielleicht möglich, dass wir alleine mit Ihnen reden? Nein, das möchte ich nicht. Er kann ruhig hier bleiben. Na schön, wir fangen mit Ihnen an. Wie oft haben Sie Mrs. Reynard besucht? Sie müssen entschuldigen, aber ich darf keinerlei Fragen zu Mrs. Reynard beantworten. Mein Anwalt in Philadelphia hat mich telefonisch instruiert, alle Fragen an ihn weiterzugeben. Wer ist Ihr Anwalt? John Paul Curran. Mit Doppel-R. Wie steht es mit Ihnen, Mr. Peppers? Wie lange kannten Sie Mrs. Reynard? Er soll ebenfalls nicht antworten. Und wer ist sein Anwalt? Er hat denselben Anwalt. Sehen Sie, wenn Sie die Fragen schriftlich unserem Anwalt vorlegen würden, dann wäre es sicher möglich, dass wir sie beantworten. Wir versuchen, zwei vermisste Kinder zu finden. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Aber meine Studien haben leider vor... Womit befassen Sie sich in Ihren Studien? Mit den großen Büchern der zivilisierten... Die Bibel ist ein großes Buch. Und darin steht, du sollst nicht töten. Wir ermitteln in einem Mordfall und ich könnte mir vorstellen, dass Sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Das können Sie mir glauben. Sie haben sich einen angenehmen Ort für Ihre Ferienkurse ausgesucht. Hübsche Mädchen, die in Wildlederhosen und indianischem Schmuck rumlaufen. Mögen Sie indianischen Schmuck? Nicht besonders, nein. Er kann ja reden. Gehen wir, Jack. Ich kann verstehen, wie frustrierend das für Sie sein muss. Schicken Sie alle Ihre Fragen an unseren Anwalt. Es ist eine furchtbare Geschichte und Sie leisten eine schwierige Arbeit. Wie lange wird sich die Bundespolizei mit so einem Fall beschäftigen? Ich muss zugeben... Ich fühle mich merkwürdig, wenn ich in ein College gehe und mit solchen Leuten zu tun habe. Mit was für Leuten? Ich weiß nicht. Hast du da keine Komplexe? Weil du nicht auf dem College warst? Ich schon. Jake. Diese Bradfield-Clique hat vielleicht einen ganzen Sack voller College-Abschlüsse. Aber du bist schlauer als diese ganze Bande zusammen. Oder glaubst du vielleicht, einer von den Typen könnte einen Pferdeapfel von einem Tennisball unterscheiden? Besteht eine Chance, dass die Kinder noch leben? Also das meiste dürfte Ihnen schon bekannt sein. Sie starb an einer Überdosis Morphium, wahrscheinlich Samstagnacht. Der oder die Täter, die Sie nach Harrisburg brachten, wollten, dass wir sie finden. Allerdings nicht vor Sonntagabend oder Montagmorgen. Zu diesem Zeitpunkt wären dann Bradfield,
zu Myers und Valaitis und Peppers zusammen an der Küste gewesen. Vorausgesetzt, dass sie da überhaupt waren. Also wenn Sie mich fragen, könnten die alle was damit zu tun haben. Sarge, und was ist mit dem Kamm? Das Armee-College sagt, die Initialen gehören zu einer Armee-Reserve-Einheit. Und jetzt kommt das Interessante. Colonel in dieser Einheit ist Dr. J. Smith, Bradfields ehemaliger Direktor. Und darüber hinaus hat er an dem Montag, an dem sie gefunden wurde, in Harrisburg seine Gefängnisstrafe angestellt. Nein, das gefällt mir nicht. Zu offensichtlich, zu passend. Bradfield hat den Kamm wahrscheinlich in den Wagen geworfen, um seinen Direktor zu belasten, den sie kurz vorher verurteilt haben. Bradfield ist unser Mann. Ich bin sicher, J. Smith und er sind letztlich derselbe Abschaum, unterscheiden sich durch nichts. Was ist mit den 25.000? Wir wissen, sie hat $30.000 von ihrer Bank abgehoben und hat sich dafür eine krumme Investition aufschwatzen lassen. Das hier ist ein Anlagepapier über 25.000 bei 12% Zinsen. Wir haben das überprüfen lassen, das Papier ist gefälscht. Dann hat Bradfield ihr 25 Riesen abgenommen und sie darüber hinaus zu den Lebensversicherungen überredet. Schwer zu beweisen, solange die alle dicht halten. Das halten die nicht ewig durch. Okay, hört zu. Ich habe diese Versammlung nur einberufen, um euch mitzuteilen, dass wir ab Montag Hilfe bekommen. Wir kriegen Unterstützung vom FBI. Wir bilden eine gemeinsame Sonderkommission. Leute, wir erwarten 18 FBI-Agenten. Was soll dieser Schwachsinn? Diese Typen werden in der Überzahl sein. Wie konnte das FBI den Fall an sich ziehen? Der Gouverneur und der zuständige Senator haben das so gedreht, dass die Raynard-Kinder entführt und gegen ein Lösegeld festgehalten werden. Vermutlich in einem anderen Bundesstaat. Das ist Quatsch. Aber das FBI haben wir jetzt am Hals. Und damit eins klar ist, die werden keinen Fuß in das Raynard-Haus setzen, ohne dass einer von unseren Leuten dabei ist. Das sind doch gar keine richtigen Polizisten. Diese Säcke kommen bloß hierher, um uns lächerlich zu machen. Das hier ist eine polizeiliche Ermittlung. Und wir werden denen schnell klar machen, wer hier das Sagen hat. Ich und kein anderer. Ich bin Don Reddin, der verantwortliche Special Agent. Sie sind für Ihre Leute verantwortlich. Das ist Agent Matt Mullen. Sergeant. Ich führe die Reynolds-Sonderkommission. Wir sind nur hier, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie sind der Boss. Das hier ist Jack Holtz. Ich war früher mal in Harrisburg. Wir kennen uns, Jack. Wie geht's? Gut. Wie geht's Ihnen? Verraten Sie mir eins, Reddin. Haben Sie jemals in einem Mordfall ermittelt? Sei es auch nur ein winzig kleiner Mord an einem menschlichen Wesen. Im Rahmen einer Entführung oder eines Banküberfalls schon. Aber wir würden uns freuen, wenn wir etwas von Ihnen lernen können. Sarge? Jay Smiths Frau ist gerade im Brian Moore Krankenhaus gestorben. Jetzt können wir sie aber nicht mehr befragen. Sie haben sicher von Jay Smith Kamm gehört. Ja, uns gefällt dieser Hinweis. Dr. Jay Smith hört sich vielversprechend an. Bradfield ist unser Mann. Wenn Sie auf das Pferd Jay Smith setzen, tun Sie das ruhig. Wir bleiben auf jeden Fall an Bradfield dran. Ich denke, dann wird es so laufen, wenn Sie nichts dagegen haben. Wenn Sie schon mal dabei sind, eine Teufelssekte in Upper Merion soll angeblich die Kinder haben. Ja, wir haben bereits von dem Teufelskult gehört. Und wir wissen, dass Jay Smith als Fürst der Finsternis bekannt ist. Ich glaube kaum, dass Sie so an die Leonard-Kinder rankommen, aber vielleicht finden Sie wenigstens Rosemarys Baby. Okay. Eine Lehrerin, die anonym bleiben will, sagt, sie hat ein paar interessante Informationen für uns. Über Bill Bradfields Verhalten in der Zeit vor dem Mord. Das könnte uns weiterbringen. Offensichtlich hat er vor ein paar Jahren mal eine Affäre mit ihr gehabt. Hört sich gut an. Was sollen wir dabei tun? Wir brauchen dafür Rückendeckung. Warum? Ist sie gefährlich? FBI-Prinzip. Ich werde mich mit ihr an einem geheimen Ort treffen und sie wird mir über ihre sexuellen Erlebnisse mit Bradfield berichten. Ich brauche versteckte Zeugen, damit sie nicht hinterher behaupten kann, es hätte eine Belästigung gegeben. Von ihr oder von Ihnen aus? Parken Sie Ihren Wagen nicht direkt in der Nähe des Platzes. Und einer sollte im Wagen bleiben. Zwei unauffällige Typen im Trenchcoat. Da muss ja jeder stutzig werden. Ich weiß, dass wir nicht am College ausgebildet wurden, wie ihr vom FBI, aber ich wette, dass wir das schon irgendwie hinkriegen, okay? Schön, ich hätte wissen müssen, dass man Ihnen nicht sagen soll, wie man eine Überwachung durchführt. Tut mir leid. Könnten wir dann
jetzt endlich wieder zur Tagesordnung übergehen? Bitte. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich am Wochenende des Mordes an der Küste war. Ich bin am Freitagnachmittag losgefahren und kam am Sonntagnachmittag zurück. Wir hatten den Kaufvertrag gemacht, das Haus gehörte eigentlich schon mir. Aber ich war damit einverstanden, dass Dr. Smith noch bis Montag in der Kellerwohnung wohnt, denn er hat damit gerechnet, dass er verurteilt wird und ins Gefängnis muss. Ich dachte, es würde niemandem wehtun, wenn ich diesen armen Mann noch übers Wochenende hier schlafen lasse. Haben Sie ihn zufällig gesehen, als Sie am Sonntag zurückkamen? Nein, aber ich habe ihn unten im Keller gehört. Und er ist dann später auch weggefahren. Mrs. Steiner, wir würden gerne ein paar Proben von dem roten Teppich da oben mitnehmen. Natürlich, aber wir machen das so, dass es nicht weiter auffällt. Das ist nicht weiter wichtig. Kommen wir zu einem anderen Thema. Warum liegen hier im Keller nur verschiedene Teppichreste? Gab es hier einen Teppich, als Sie einzogen? Mhm. Aber der war nass und ich habe befürchtet, er würde schimmeln. Nass? Wie, vom Regen? Nein, mehr so, als ob er gewaschen worden wäre. Und wo ist er jetzt? Ich denke, er liegt auf der Müllkippe. Unsere Schule! Rettet unsere Schule! Rettet unsere Schule! Rettet unsere Schule! Rettet unsere Schule! Kein Kommentar. Mr. Bradfield. Aber könnten Sie... Würden Sie bitte mit. Für die nächste Zeit werden Sie hier untergebracht. Aber das sind die Kellerräume, das Lehrerzimmer ist doch... hat beschlossen, Sie alle vier von der Unterrichtspflicht zu entbinden. Wir werden Ihnen für diese Zeit andere Arbeiten zuteilen. Sie können die Räume im Keller benutzen. Kellerloch sitzen. Das war's für mich. Was meinst du damit? Vielleicht war ich niemals für diesen Lehrerjob geschaffen. Da arbeite ich lieber in der Baufirma meines Vaters. Chris, wir sind dazu verurteilt, das zusammen durchzustehen. Willst du unbedingt verurteilt sagen? Bill, das hier unten ist nichts für mich. Ich muss hier raus. Ich brauche frische Luft. Wenn ich auf dem Bau arbeite, bringt mich das auf andere Gedanken. Chris, ruf mich. Dass meine Bremsen schon wieder kaputt sind? Das ist unmöglich. Du hast den Wagen gerade erst repariert. Ich sag dir, sie funktionieren nicht. Glaubst du, dass das FBI dahinter steckt? Sue, bitte komm jetzt nicht mit deinem Verfolgungswahn. Wisst ihr, ich möchte doch lieber für mich allein sein. Ich werde mir einfach irgendwo einen Platz suchen, wo ich arbeiten kann. Bis jetzt hat mir noch keiner gesagt, was ich tun soll. Egal, was passiert. In der Zeitung steht, dass Susan Raynard eine Menge Geld von ihrem Bankkonto abgehoben hat. Und? Sie soll auch ihren Bruder gefragt haben, ob er nicht bei einem gewissen Bill Geld investieren möchte. Ich hab dir doch erzählt, dass sie immer wieder in Bars Männer angemacht hat und einer von denen hieß mit Sicherheit auch Bill. Na schön. Und wie erklärst du mir das hier? Verdammt, das kann ich nicht erklären. Sie war neurotisch. Sie war verrückt. Ich weiß nichts von ihren dämlichen Investitionen und auch nichts von ihren Versicherungen. Das war eine Falle, um mir eine Beziehung mit ihr anzuhängen. Aber ich will das Geld nicht. Ich lege auch keinen Wert auf die Versicherung. Aber in der Zeitung steht, dass du das Erbe antreten willst. Es geht ja doch um das Geld. Ich will es doch nicht für mich selbst. Ich will mit diesem Geld eine Belohnung für das Auffinden der Kinder aussetzen. Wenn du dir solche Sorgen um die Kinder machst, warum können wir dann nicht zur Polizei gehen und dir alles über Jay Smith sagen? Warum hältst du dich immer noch zurück? Was soll ich deiner Meinung nach sagen? Soll ich sagen, ich habe sie umgebracht? Willst du das? Sag mir nur endlich die Wahrheit! Na schön, ich gestehe alles. Ich zeichne dir die Tat auf. Ich habe die Kinder genommen. Darüber macht man keine Witze. Du führst dich auf wie ein Wahnsinniger. Kannst du dir nicht vorstellen, wieso? Ich bin unschuldig und du behandelst mich wie einen Mörder. Ein Mensch, den ich liebe. Du! Thank you.
Bills Werkstatt. Chick Severson. Ich bin vom FBI. Sehr erfreut, Sir. Nennen Sie mich Chick. Ja, Sir. Rauchen Sie öfter? Ich habe heute erst angefangen. Lassen Sie uns mal davon ausgehen, dass die Regierung sowas wie ein Bus ist. Ein Bus? Ein Bus. Verstehen Sie, der Bus hält an bestimmten Haltestellen, während er seine Tour fährt. Die Fahrgäste können in den Bus steigen, solange sie zu einer bestimmten Zeit an die Haltestelle kommen. Wenn sie das nicht tun, kommen sie zu spät und verpassen den Bus. Ich will dann lieber einsteigen. Jay Smith ermordet Menschen. Genau wie seine kriminellen Freunde. Und ich will nicht getötet werden. Ich will nur die Kinder unterrichten. Sie sitzen schon im Bus. Sie haben die Bushaltestelle rechtzeitig erreicht, Vince. Sie stehen jetzt auf unserer Seite. Reden wir erst einmal über Bill Bradfield. Was hat er Ihnen über Dr. Smith erzählt? Valaitis Geschichte, dass Bradfield behauptet, Susan Reynard vor Dr. Smith zu schützen, beweist natürlich noch gar nichts. Wir sind doch einer Meinung, dass Reynard und Smith sich niemals außerhalb der Schule getroffen haben. Weiß Bradfield, dass Valaitis bei uns gewesen ist? Noch nicht. Aber es wäre auch viel wichtiger, dass Sue Myers und Chris Peppers zu uns kommen. Vince weiß einfach nicht genug über diese merkwürdigen Vorgänge. Ich war eigentlich noch nie davon überzeugt, dass Smith irgendwas mit Bradfield oder dem Reinhardt-Mord zu tun hat. In diesem Punkt sind wir unterschiedlicher Ansicht, Joe. Wenn es eine Verbindung zwischen Bradfield und Smith gibt, glauben Sie, Smith wusste, dass Bradfield mit seinen Freunden über ihn redete? Bestimmt nicht. Dr. Smith ist ein Einzelgänger. Bradfield dagegen muss eine Menge Freunde um sich haben. Ich weiß, es klingt verrückt, dass er diese Jay-Smith-Geschichte all seinen Freunden erzählt hat. Aber denken Sie nach. Es ist gar nicht so dumm, wie es sich anhört. Er verbreitet diese Geschichte unter den Menschen, die er kontrollieren kann. Ihr gesamtes Leben spielt sich immer in der Schule ab. Sie haben alle komplizierte Beziehungen zum anderen Geschlecht, falls sie sie überhaupt haben. Und es sind alles unsichere, naive, leicht verletzliche Menschen. Er kann jetzt mit gutem Recht sagen, dass er ihnen wohl kaum von der Drohung erzählt hätte, wenn er mit dem Mord etwas zu tun hat. Bradfield ist ein billiger Hochstapler, nichts weiter. Und er hat eine verdammt große Klappe. Und wegen dieser großen Klappe werden wir ihn auch schnappen. Er redet sich selbst in den Knast. Matt und Lou sind in Kalifornien, um die Schülerin Shelley zu vernehmen. Vielleicht bringt uns das weiter. Setzen wir uns einen Moment dorthin. Wie lange kennen Sie Bill Bradfield schon, Shelley? Er war mein Lehrer in Englisch und Griechisch. Er ist der beste Lehrer, den ich je hatte. Wir haben gehört, dass es zwischen euch mehr als eine normale Lehrer-Schüler-Beziehung gab. Ihr seid ein Liebespaar, nicht wahr? Nicht so, wie Sie meinen. Wie meinen Sie es dann? Das ist keine sexuelle Beziehung. William kennt nur eine ganz andere Art von Liebe. Er hat ganz andere Wertvorstellungen. Aber sein Wagen hat oft die ganze Nacht vor Susan Reynards Haus gestanden. Wenn er bei ihr war, dann hatte er dafür sicher einen guten Grund. Nicht das, was Sie denken. Sie würden William Bradfield niemals verstehen. Hallo, Sarge. Wie war's in Kalifornien? Hat die kleine Shelley geredet? Nein, dazu ist sie viel zu verliebt. Würde mich nicht wundern, wenn Mullen sie adoptiert. Das FBI arbeitet eben mit psychologischen Tricks. Soweit ist es mit der Polizeiarbeit gekommen. Man hebt die Hände in die Luft, um seelische Schwingungen aufzufangen. Ich fasse es nicht. Ach, übrigens, was für ein Typ ist dieser Pont, von dem alle reden? Dieser Ezra Pont. Unser Labor in Washington konnte die Größe der Kettengliederabdrücke auf ihrem Körper bestimmen, weil zufällig ein altes Time Magazine neben ihr lag. Es war möglich, dadurch einen genauen Größenvergleich vorzunehmen. Sehen Sie selbst. Nicht übel, Matt. Ja. Glücklicherweise hat die Polizei, als Jay Smith damals verhaftet wurde, so ziemlich alles in seinem Keller fotografiert. Wir konnten das Schloss identifizieren und die Kette anhand der bekannten Größe des Schlosses anfertigen. Vier verschiedene Pathologen haben übereinstimmend erklärt, dass die Kettengliederabdrücke auf ihrem Körper identisch sind mit den Ketten auf diesen Fotos.
bin beeindruckt. Schön, wir können nicht beweisen, dass sie mit einer dieser Ketten gefesselt wurde. Aber sie wurde genau mit so einer Kette gefesselt. Du solltest nicht so viel rauchen. In diesem Aschenbecher liegen mindestens 100 Zigaretten. Du hörst dich schon an wie Betty. Komm, lass uns hier verschwinden. Hast du gesehen, was Mullen über die Ketten herausgefunden hat? Ziemlich ordentliche Polizeiarbeit, Joe. Ja. Der Musterschüler hat zur Abwechslung mal anständige Arbeit geleistet. Okay. Vielleicht hat Smith doch was mit dieser Mordgeschichte zu tun. Von jetzt an werden wir einen sehr scharfen Blick auf Dr. J. Smith werfen. Vielleicht sind Smith und Bradfield am Tag des Mordes mit zwei Wagen nach Harrisburg gefahren und haben Smith-Wagen dagelassen. Bradfield hat ihn nach Hause gebracht. Man erzählt sich, der Fürst der Finsternis hätte die Augen einer Ziege. Das ist eine Trophäe, die ich nicht in meiner Hütte aufhängen möchte. Eine Ziege. 6 Monate. Wir sollten 6 Tage an diesem Fall dranbleiben. Ich weiß gar nicht mehr, wie Harrisburg aussieht. Du kannst froh sein, da hast du nicht viel verpasst. Warum sollen wir noch Flugblätter im ganzen Land verteilen? Also die Kinder sind tot. So eine dumme Frau. Was für eine dumme Frau? Susan Reynard. Die ist da reinspaziert mit einem Kind an jeder Hand. Sie hat bekommen, was sie verdiente. Hat Susan Reynard es verdient, zusammengeschlagen, gefesselt und splitternackt wie ein Tier in einem Schlachthaus angekettet zu werden? Dann musste sie mit ansehen oder mit anhören, was mit ihren Kindern geschah. Dann musste sie 36 Stunden lang in ihrem eigenen Dreck liegen und durfte über ihre großartige Liebe zu einem Kerl nachdenken, der ihr das alles angetan hatte. Als sie die tödliche Injektion erhielt, war sie mit Sicherheit froh darüber. Niemand hat einen solchen Tod verdient. Niemand. Sechs Monate später. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Ja. Oh, das ist jetzt die Rettung. Ich habe Knie wie eine steinalte Nonne. Mrs. Steiner, in der Nacht, als Susan Reynards Leiche gefunden wurde, hat Jay Smith 2-mal von hier aus telefoniert. Um 20.37 Uhr. Einmal rief er das Büro seines Anwalts an und dann hat er es bei ihm zu Hause versucht. Sind Sie sicher, dass Sie ihn am Sonntagabend weder kommen noch gehen hörten? Ich kann mich nur erinnern, dass er am Sonntagnachmittag wegfuhr. Ich wusste nicht, dass er zurückgekommen ist, aber Sie sagen, er hat telefoniert. Eine grauenvolle Vorstellung, dass er sie vielleicht in seinem Wagen hatte, als er hier wegfuhr. Ach, übrigens, was hat er eigentlich an dem Wochenende gemacht, als ich verreist war? Er war hier, war nur kurz weg. Er hat seine Frau im Krankenhaus besucht. Allerdings hat ihn da niemand gesehen. Es gibt keine Zeugen dafür. Er behauptet, Sie hätten ihn an diesem Wochenende gesehen. Hier. Aber das ist eine Lüge. Ich war von Freitag bis Sonntag weg und er ist die ganze Zeit allein gewesen. Wäre schön, wenn Sie das eines Tages wiederholen. Vor Gericht. Der alte Wagen, in dem dieser Brief gefunden wurde, gehörte mal einem Verwandten von Jay Smith, der alle persönlichen Gegenstände von Mrs. Smith nach ihrem Tod bekam. Dr. Smith schrieb diesen Brief aus dem Gefängnis, einen Tag, nachdem die Leiche von Susan Reynard gefunden wurde. Bitte beachten Sie die wesentlichen Punkte. Wenn es dir wieder gut geht, kümmere dich bitte um diese Dinge. Und vor allem kümmere dich um eins, um den Wagen. Jay Smith redet hier von seinem eigenen Wagen. Als erstes mach ihn einmal gründlich sauber. Wir müssen das meiste von dem Zeug wegwerfen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig das ist. Wirf alles weg und dann muss alles abgewischt werden. Der Teppich im Keller ist voller Streichhölzer, Zigarettenasche, alten Marihuana und so weiter von Stephanie, Eddie und ihren Freunden. Jedes Mal, wenn ich nachsehe, kommt irgendetwas Neues zum Vorschein. Er muss weg. Ich schreibe dir später, wie die Beseitigung aussehen wird. Ich liebe dich, Jay. Das ist ein Brief in einem Brief.
Dr. Smith hatte gehofft, dass seine Frau sich so weit wieder erholt, dass sie den Teppich aus dem Haus holen könnte, das jetzt im Besitz von Edna Steiner ist. Er machte sich keine Gedanken über Marihuana in einem Haus, das ihm nicht einmal mehr gehörte. Jay Smith wollte verhindern, dass Beweise gegen ihn gefunden werden. Und er wollte, dass sie seinen Wagen sauber macht, der jetzt seinem Bruder in Delaware gehört. Matt? Wir haben inzwischen den Laborbericht aus Washington. Die Textilfasern des Teppichs von Edna Steiner sind aus Polyester und könnten aus derselben Fabrikation stammen wie die Fasern in Susan Reynards Haar. Kommen wir jetzt zu der Untersuchung des Teppichs im Keller. Jack und ich haben dort ein Haar gefunden. Es ist mit den Proben, die wir Susan Reynard entnommen haben, in 21 von 25 Charakteristika absolut identisch. Ja, das ist kein Fingerabdruck, aber es ist ziemlich gut. Es ist ein weiteres kleines Glied in der Indizienkette. Wir werden jetzt den Wagen von Smith untersuchen, sobald wir das Okay vom Bezirksstaatsanwalt in Delaware haben. Er fährt zwar schon seit einem Jahr durch die Gegend, aber vielleicht finden wir noch was. Wagen ist nichts. Sieht aus, als wären wir zu spät gekommen. Wir hätten die Kiste schon vor Monaten durchsuchen müssen. Vor Monaten hätten wir noch keinen Durchsuchungsbefehl bekommen. Ich glaube, das können wir vergessen. So langer Zeit keine Chance. Das P steht für Phyllis? Philadelphia Phyllis? Nein, die Farben der Phyllis sind rot und weiß. Na schön, das werden wir auch noch ausknobeln. Ich habe das Gefühl, dass dieser Sticker in dem Wagen nichts verloren hat. Hier, das ist für dich. Was ist das? Mein Anwalt hat mir gesagt, er erwartet, dass die Polizei mich wegen Diebstahl der $25.000 von Susan Reynard anklagt. Und du könntest gezwungen werden, auszusagen. In diesem Umschlag ist eine Liste von Fragen, die sie dir vielleicht stellen werden. Und ein paar Ideen von mir, auf welche Weise du sie beantworten solltest. Das macht mir langsam Angst. Chris, du weißt, dass die 25.000 meine Lebensersparnisse sind. Und du weißt, dass ich Susan Reynard nie zu einer unvernünftigen Investition geraten hätte. Du glaubst mir doch nicht wahr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in sowas verwickelt sein könntest. Gut, wenn du nicht glaubst, dass ich ein Dieb bin, kannst du unmöglich denken, dass ich Susan Reynard töten wollte. Selbst wenn wir beide zusammen wegen des Diebstahls angeklagt wurden, wüsste ich, dass du festbleibst. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Beide angeklagt? Was habe ich getan? Denk darüber nach. Was ist los mit dir? Hast du noch niemals mit einem Anwalt gesprochen? Eigentlich nicht. Ich hatte noch nie einen nötig. Der ist auf unserer Seite. Du musst nur bestätigen, was ich ihm erzähle. Bill, zum letzten Mal, bitte, erzähl ihm von Jay Smith. Lass ihn entscheiden, ob du zum FBI gehst oder nicht. Warum starrst du mich so an? Du bist bei ihm gewesen, nicht wahr? Ja. Du solltest das genauso machen. Die sind ganz anders, als du dir das vorstellst. Die haben mich behandelt, als wäre ich... Wem hast du es noch erzählt? Einem Priester. Ich habe es einem Priester erzählt. Und natürlich auch meinen Eltern. Du hast den Priester getötet. Das gilt auch für deine Eltern. Bitte halt an. Jay Smith sitzt im Gefängnis. Der FBI-Agent hat mir versprochen, dass Jay Smith nichts machen kann. Bleib stehen. Vielleicht kannst du keine rationalen Entscheidungen mehr treffen, Bill. Als dein Freund muss ich dir sagen, dass... Ich habe dich geliebt wie einen Bruder. Und du bringst mich um. Was gibt's zum Abendessen? Was ist los? Abgesehen von der Tatsache, dass wir vielleicht alle des Mordes angeklagt werden. Um Gottes Willen, hörst du wohl auf damit? Ach, übrigens, du hast heute ein Buch mit Gedichten Ezra Pounds von einem alten Freund bekommen. Er sagte, er liebt dich immer noch von Herzen. Du wärst der einzige Mann, den er je geliebt hat. Wie kannst du es wagen?
Wie kannst du es wagen, meine Post zu öffnen? Du hast Susan Reynard wirklich verachtet, nicht wahr? Und trotzdem muss sie geglaubt haben, dass du an ihr hängst. Was ist mit Shelley? Was ist mit den anderen? Was ist mit mir? Hast du uns alle immer nur verachtet? Ich gehe weg. Ich komme wahrscheinlich heute Nacht nicht zurück. Ja, tu, was du willst. Hallo? Es ist wichtig, dass Sie sofort kommen. Würden Sie das tun? Es ist ein Notfall. Ich möchte, dass das Türschloss ausgetauscht wird. Eines Abends, als er unter der Dusche stand, habe ich seine Schlüssel genommen und ging an seinen Schreibtisch. Da waren ganze Bündel voller Geld drin, druckfrisch. Und da lag auch ein Testament. Susan Reynards Testament? Ja. Ich hatte nicht viel Zeit, aber da stand sein Name und auch ihr Name. Er hatte mir erzählt, wie verrückt sie nach ihm war und dass sie ihm gesagt hätte, er stünde in ihrem Testament. Aber er hat nicht gesagt, dass sich das Testament in seinem Besitz befindet. Nein, im Gegenteil. Er sagte, er hätte es nie gesehen. Aber er hatte es zumindest zeitweise hier in dieser Wohnung. Glauben Sie, dass Chris Peppers auch mit uns reden wird? Wenn er erfährt, dass ich es tue, ja, vielleicht. Eins interessiert mich noch, Sue. Warum sind Sie die ganzen Jahre über bei ihm geblieben? Sie wussten offensichtlich einiges von seinen anderen Frauen. Wieso? Er sagte mir, dass ihm die anderen nicht das Geringste bedeuten. Ich wäre die einzige wirkliche Frau in seinem Leben. Verstehen Sie, ich hatte keinerlei sexuelle Erfahrungen gemacht, bevor ich ihn traf. Ich habe keinen anderen Mann geliebt. Und das geht jetzt 16 Jahre so. Ich wollte, dass er mich heiratet. Und ich wollte unbedingt Kinder. Er sagte nur, du musst Geduld haben, also habe ich Geduld gehabt. Ich hatte enorm viel Geduld. Das ist so ziemlich alles, woran ich mich im Moment erinnern kann. Aber wenn mir noch was einfällt, rufe ich Sie an. Was ist in diesem Briefumschlag? Ach, Sie meinen den hier. Will hat mir geraten, den ebenfalls aufzuheben. Offensichtlich ist er von Jay Smith an Will. Dr. Smith scheint Bill Anweisungen gegeben zu haben, wie er bei der Verhandlung wegen des Raubüberfalls aussagen soll. Jay Smith hat den Brief unterschrieben? Nein, der ist getippt und ohne Unterschrift. Aber dem Stil nach könnte er von Dr. Smith sein. Da steht auch etwas über das ausgeklügelte Telefonsystem drin, das die beiden hatten. Wir wären froh, wenn wir irgendeine Verbindung zwischen Bradfield und Smith herstellen könnten. Ich bin nur deshalb hier, damit Sie den richtigen Mann wegen Mordes verurteilen. Sie glauben immer noch nicht, dass Bradfield etwas damit zu tun hatte? Okay, ich kann mich damit abfinden, dass er Sie vielleicht um die $25,000 betrogen hat, aber was den Rest angeht... Sind Sie nie auf die Idee gekommen, als Bill Ihnen diesen Schwachsinn erzählte, Sie müssten die Fingerabdrücke von den Geldscheinen wischen, dass Sie die Fingerabdrücke von jemand anderem abwischten? Die von Susan Reynard zum Beispiel. Nein, eigentlich nicht. Wenn Sie jetzt schon glauben, dass er ein Dieb ist, warum dann nicht auch ein Mörder? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er so etwas tun könnte. Er sagte, wenn er ihr Geld erbt, würde er es treuhänderisch für ihre Kinder verwalten, falls sie wieder auftauchen. Ich glaube, Jay Smith ist für den Mord an Susan Reynard verantwortlich. Bill wollte sie nur beschützen. Ist Ihnen in den vergangenen Monaten jemals in den Sinn gekommen, dass er die Schalldämpfer, die Sie gebastelt haben, nicht für Jay Smith brauchte, vielmehr für die Kinder? Niemals. Nein, das ist nicht wahr. Seine Fingerabdrücke sind auf dem Umschlag. Ja? Und auch die von Bradfield und... Und? Ein paar wunderbare, zum Küssen schöne Fingerabdrücke von Dr. J.C. Smith. Also Bill Bradfield und J. Smith gehören zusammen. Sie sind Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
wäre gern dabei, wenn Jay Smith auf dem elektrischen Stuhl landet. Mit Bill Bradfield auf dem Schoß. Sechs Monate später. Wir haben jetzt zwei Jahre lang mit diesen Ermittlungen rumgetrödelt. Jetzt muss was passieren. Wir erheben Anklage gegen Bradfield und Shelley wegen betrügerischen Diebstahls von Susan Reynolds Geld. Sie können doch das Mädchen nicht verhaften. Warten Sie es ab. Das ist nicht fair, Joe. Sie hat das Geld für ihn versteckt. Sie hat bis heute für ihn gelogen. Für mich steht fest, dass sie seine Komplizin ist. Sie wollen sie nur anklagen, weil sie es ablehnt, mit uns zusammenzuarbeiten. Der Bundesstaatsanwalt wird sagen, dass sie ihre Bürgerrechte verletzen. Ich bin nicht vom FBI. Ich brauche keinen Bundesstaatsanwalt, der mir sagt, wann ich mir die Nase putzen darf. Hier gilt das Staatsgesetz und nicht das Bundesgesetz. Wir erheben Anklage und wenn es dem FBI nicht gefällt, braucht das FBI nicht dabei zu sein, wenn wir sie verhaften. Sie machen da einen schlimmen Fehler. Aber ich sorge dafür, dass was passiert. Wo sind wir? Soll das ein Witz sein? Was ist los mit dir? Bist du eingeschlafen oder was? Es geht um den Bradfield-Diebstahlprozess. Heute werden Bradfield und Shelley angeklagt. Die Show fängt an. Wach auf. Ja, ich glaube, ich bin für eine Sekunde eingenickt. Joe! Ein fröhlicher Staatsanwalt? Was hat das zu bedeuten? Sie hatten vollkommen recht. Shelley möchte ein Geschäft mit uns machen. Sie wird alle Fakten auspacken, wenn wir die Anklage gegen sie fallen lassen. Was für eine Freude. Ich wollte die Kleine nie ins Gefängnis schicken. Shelley und ich werden von heute an prima miteinander auskommen. Ich habe fast das Gefühl, als ob sie meine Tochter wäre. Wann haben Sie Mrs. Reynolds Testament zum ersten Mal gesehen? Da stand Bill gerade unter der Dusche. Ich wurde erst misstrauisch, weil er seinen Schreibtisch abgeschlossen hatte. Was sagte Mr. Bradfield, woher die große Geldsumme in seinem Kofferraum stammt? Das waren seine Ersparnisse. Er wollte nicht, dass Sue Myers etwas davon erfährt. Nur damit die Geschworenen nicht durcheinander kommen. Würden Sie uns noch einmal erklären, wie es kam, dass Sie beide die Fingerabdrücke von jedem einzelnen Geldschein wischten? Ich weiß, das hört sich heute dumm an, aber zu diesem Zeitpunkt klang es logisch. Was haben Sie mit dem Geld gemacht, nachdem Sie es den Instruktionen von Mr. Bradfield folgend von der Bank abgeholt hatten? Ich habe es in meinem Schrank versteckt und ihm später wiedergegeben. Ich habe erst nicht die Wahrheit gesagt, weil... Ich musste ihm einfach glauben. Was hat Ihre Schwester Susan Reinhardt eben gesagt, als Sie mit ihr telefonierten? Meine Schwester sagte, sie plane eine Investition mit ihrem Freund Bill. Nachdem Sie sich die Anlagepapiere in Mrs. Reinhardts Dokumenten genau angesehen hatten, was fanden Sie daraus? Das Anlagepapier war eine Fälschung. In der Firma, die auf den Dokumenten ausgewiesen war, arbeitet niemand mit den Namen der angeblichen Verkäufer. Und Sie hatten keinerlei Unterlagen über eine Transaktion mit Mrs. Reynolds. Habt ihr die Gesichter der Geschworenen gesehen, als Chris Pappas Ihnen erklärte, wie Sie die Fingerabdrücke von den Geldscheinen wischten? Wir machten uns Sorgen, dass Bradfield so viele Systeme innerhalb seines Systems benutzte, dass es zu kompliziert für die Geschworenen werden könnte. Hoffentlich haben Sie verstanden, was er niemandem traute. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie Chris das Geld für ihn in einem Bankfach deponieren musste und von Shelley ließ es wieder rausholen, weil der Chris doch nicht ganz traute. Da steckt wirklich eine Art verrückter Logik hinter allem, was er tut. Ich habe darüber was gelesen. Darüber? Soziopathen. Menschen ohne Gewissen. Je größer das Risiko ist, das sie eingehen, desto aufregender für sie. Je mehr Menschen sie manipulieren können, desto größer ist der Spaß. Wenn Gewissenlosigkeit einen Soziopathen auszeichnet, dann sind beide, Bradfield und Smith, Weltklasse. Ein Soziopath manipuliert lieber Menschen, als dass er in den Himmel kommt. Die Beeinflussung von Menschen ist für ihn der Himmel. Selbst wenn er mal auf dem elektrischen Stuhl landet. Lacht so einer immer noch als Letzter. Er schwört, dass er unschuldig ist, in der Hoffnung, dass ihm jemand glaubt. Nur damit er manipulieren kann. Hoffentlich kann ich den beiden helfen, glücklich zu sterben. So wie es im Augenblick aussieht, können wir Bradfield nur wegen Diebstahls verurteilen. Er verschwindet für ein paar Monate im Knast. Bringt Sie das mit Ihrer Mordanklage irgendwie weiter? Was
Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser Fall niemals endet. Euer Ehren, die Geschworenen befinden den Angeklagten für schuldig des... Ich muss doch sehr um Ruhe bitten. Euer Ehren, wir befinden den Angeklagten des betrügerischen Diebstahls für schuldig. Mr. Reynard, nachdem Mr. Bradfield für schuldig erklärt wurde, Ihre Frau um $25,000 betrogen zu haben, glauben Sie, die Polizei hat alles getan, was sie konnte? Selbstverständlich nicht. Der Gouverneur ist verpflichtet, die Polizei dieses Staates vorrangig auf diesen Fall anzusetzen. Glauben Sie, dass die Ermittlungen einen Stillstand erreicht haben? Nein, auf gar keinen Fall. Ich appelliere an jeden Fernsehzuschauer. Falls jemand von Ihnen Informationen über meine beiden Kinder hat, bitte rufen Sie die zuständige Polizei an. Mr. Reynard, haben Sie immer noch die Hoffnung, dass Ihre Kinder noch leben? Aber natürlich bin ich optimistisch. Sehen Sie, ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die Kinder ermorden, aber ich kann nicht glauben, dass irgendjemand diese Kinder tötet. Nicht diese Kinder. Sechs Monate später. Nach 2,5 Jahren kann man unseren Vorgesetzten die Stellenkürzungen nicht übel nehmen. Aber nur 3 von uns da dran zu lassen und 2 Bundesagenten? Ja. Die wären wahrscheinlich auch nicht mehr hier, wenn sich nicht der Gouverneur so sehr den Fall verschrieben hätte. Ich werde Bradfield und Smith überführen. Und wenn ich darüber in Pension gehe und als Rentner auf eigene Faust weitermache. Was halten Sie von dem Brief von diesem Martray? Wer ist Martray? Joe hat Post von einem Häftling bekommen. Ein Kumpel aus dem Zellenblock von Jay Smith. Er will, dass wir ihn mit einem Urlaubschein rausholen. Klingt nach einer weiteren Pleite. Er ist ein Ex-Polizist. Verurteilt wegen Einbruchs und Meineids. Nur deshalb frage ich mich, ob wir es auf einen Versuch ankommen lassen sollten. Wir haben keine anderen Spuren und wir haben jede Menge Zeit. Wie nervös ist Jay Smith wegen Bradfield? Ziemlich nervös. Vor allem, nachdem ihr ihm den Diebstahl angehängt habt. Aber er würde nicht zugeben, dass er ein Komplize von Bradfield war. Nein. Trotzdem, ich habe noch nie einen Typen gesehen, der so scharf drauf ist, über mögliche Beweise zu reden. Er will wissen, was ihr rausgefunden habt. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie was Brauchbares erfahren haben. Aber wir haben da ein echtes Problem. Immerhin sind Sie wegen Meineids verurteilt worden. Ein des Meineids Überführter darf nicht vor Gericht aussagen. Sie wissen genau, dass mein Revisionsverfahren läuft. Und wenn das durchgeht, sage ich gegen Jay aus. Aber zuerst einmal muss er mir etwas geben, was der Mühe wert ist. Ich arbeite daran. Jason hat mich gefragt, ob wir diesen Fall gelöst haben, bevor er seinen Abschluss macht. Den von der Highschool oder den vom College? Irgendwann müssen wir das zu Ende bringen. Findest du nicht? Wenn du raus willst, dann musst du es nur sagen. Ich gebe nicht auf. Du weißt, dass ich so lange mitmache wie du. Aber es ist trotzdem schwer, einem Kind zu erklären, wie lange so ein Fall dauern kann. Wenn du eine gute Erklärung findest, sagst du mir Bescheid. Hey, Jungs, euer Mittagessen ist fertig. Habt ihr Hunger? Ah, was Richtiges zu essen. Was glaubst du, was es zu essen gibt, wenn man für so einen Kerl arbeitet? Ich weiß schon, ihr Kopf seid verrückt. Kommt rein. Pfund schweren Gebirgsbüffel die Beine wegschlug, als er angriff. Ich habe das verdammte Ziel nicht getroffen. Du zitterst ja, Joe. Sicher, ich zittere vor Wut. Wann gehst du zum Arzt? Ich habe keine Zeit, zu so einem verdammten Arzt zu gehen. Das hat Zeit, bis der Fall abgeschlossen ist. Okay, geh von mir aus einen trinken oder schluck deine Vitamine. Ich muss noch mal schießen. Wie ein verdammter Anfänger. Ist gut. Ich warte auf dich. Nein, nein, nein. An diesem kleinen grünen Sticker, der in Jay Smiths Wagen lag. Ich komme schon nach Hause. Klar. Joe ist hier vorne.
Jack, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Nein, danke, bitte. Ich brauche nichts. Danke. Keine Tränen, Jack. Ich kann hier mit Tränen nichts anfangen. Keine Sorge, ich bin auch nicht fürs Tränenvergießen. Nicht in Joe Venners Haus. Willst du weiter in der Blockhütte wohnen? Falls du das vorhast und irgendwelche Hilfe brauchst. Nein, ich glaube nicht, dass ich da draußen leben möchte. Ich überlasse die Hütte wahrscheinlich Joes Neffen. Mit der Bedingung, dass sie sie nicht verkaufen, solange ich lebe. Nur für den Fall, dass ich da noch mal hin will. Naja, jedenfalls, wenn ich... Wenn ich irgendwas... Ich glaube, ich habe mir nie sehnlicher ein eigenes Kind gewünscht als im Augenblick. Er war immer mächtig stolz auf dich, wenn er hörte, was die Kollegen über dich sagten. Was war das? Naja, dass du alle an Joe erinnerst, als er noch jung war. Die vielen Jahre, die ihr zusammengearbeitet habt. Ihr seid euch sehr ähnlich. Das war immer eine große Freude für ihn, selbst wenn er es dir nicht erzählt hat. Ja gut, ich nehme meine Vitamine. Okay, Betty. Vor allem für die Frau muss das sehr schrecklich sein. Hallo, Jack. Hallo. Jack, jetzt, wo Joe tot ist, wird das FBI die Verantwortung für die Ermittlungen übernehmen wollen. Das hier ist eine Polizeiangelegenheit, keine FBI-Sache. Ich werde von jetzt an die Reinhardt-Sonderkommission führen. Sonderkommission, Jack? Sie sitzen hier von aller Welt vergessen. Dieser Fall führt nirgendwo hin. Was die Mordanklage gegen Bradfield oder Jay Smith angeht, ist die Prognose zweifelhaft. Nein, ist schon gut. Ich möchte... Wissen Sie, von allen Ungereimtheiten an diesem Fall hat mich immer eins am meisten überrascht. Obwohl Bradfields Geschichte, dass Jay Smith Susan Reynard umbringen wollte, mindestens einem Dutzend Menschen bekannt war, hat niemand sie gewarnt. Niemand. Tja, sieht aus, als heißt es, lebt wohl, Jack. Hier gibt es einfach nicht genug für uns beide zu tun. Aber Sie können beruhigt sein, der Fall bleibt weiterhin ungelöst. Und falls es irgendwas gibt, was ich für Sie tun kann... Ich habe gerade Joes Schreibtisch ausgeräumt. Da habe ich einen Brief von zwei Geschäftsmännern gefunden, die an dem fraglichen Wochenende in Three Miles Island zu tun hatten, als Susan Reynards Leiche gefunden wurde. Einem ist was Interessantes aufgefallen. Die haben einen Wagen gesehen, bei dem der Kofferraum offen stand. Das war Sonntagabend um 7 Uhr. Man braucht ziemlich genau 90 Minuten, um von dort zu Jay Smith Haus zu fahren. Jetzt weiß ich, warum Smith seinen Anwalt an diesem Abend zweimal von zu Hause aus angerufen hat. Er wollte einen Zeugen haben, der aussagt, dass er möglichst weit von Harrisburg weg war. Er hat Glück gehabt, dass die Geschäftsleute ihn nicht gesehen haben. 2,5 Jahre. Wie konnte Joe diesen Brief so lange Zeit vergraben? Sie haben den richtigen Joe Venner nie kennengelernt. Er war krank. Er war einer der besten Ermittler, die ich jemals gesehen habe. Von ihm habe ich alles, alles, was ich weiß. Viel Glück, Leute. Sie kannten einfach nicht den richtigen Joe Venner. Wir sehen uns morgen, Jack. Joe hätte niemals aufgegeben. Niemals.
Harrisburg 6 Monate später. Nur damit ich das richtig verstehe. Seit nunmehr fast 3 Jahren arbeiten Sie ausschließlich an diesem Reynard-Fall, ja? Wir legen unserem Vorgesetzten regelmäßig Berichte vor, aber wir arbeiten auf eigene Faust. Wir hoffen auf einen Durchbruch. Jetzt könnte es soweit sein. Raymond Matre hat seine Berufung gewonnen. Jetzt könnte er für uns aussagen. Ja, wir richten ein Postschließfach für ihn ein, aber wir fangen alle Post ab. Er ist einverstanden, dass wir sein Telefon abhören. Falls Jay Smith mit ihm in Verbindung treten sollte, werden wir es erfahren. Was halten Sie davon? Ich halte den Fall für tödlich. Er hat Joe Vennett getötet. Er rauchte 80 Zigaretten täglich. Bei wichtigen Prozessen rauche ich 100. Na schön. Wir stehen jetzt hier vor einer Mini-Sonderkommission. Sie beide und ich. Ich werde ein paar Monate brauchen, um all diese Untersuchungsberichte zu lesen. Sie wissen ja, das FBI schreibt lange Berichte. Entschuldige mal. Hi. Mhm. Mein Name ist Jack Holtz. Ich komme von der Pennsylvania Staatspolizei und ich arbeite an dem Reynard-Fall. Ist aber schon eine Weile her. Suchen Sie immer noch Karen und Michael? Ja, natürlich. Ich habe das hier den Nachbarn gezeigt, aber ich hatte damit nicht viel Glück. Was ist das? Keine Ahnung, aber ein Kind wird es vielleicht aufheben. Ich weiß bloß nicht, was es bedeutet. Wissen Sie, wie das aussieht? Es sieht aus wie dieser Sticker, den man früher im Museum bekam. In welchem Museum? Im Philadelphia Museum der Künste. Sind Sie nie da gewesen? Nein. Aber Sie kennen doch den Film Rocky. Ja. Er trainiert doch und rennt eine lange Treppe hoch. Das ist das Museum. Einen Monat bevor die Reynard-Kinder verschwunden sind, machte die 6. Klasse einen Ausflug in das Philadelphia Museum. Die Kinder erhielten kleine Anstecker als Zeichen dafür, dass sie bezahlt hatten. Ich frage heute bei der Schulversammlung, ob jemand noch so einen Anstecker aufgehoben hat. Danke. Bitte. Ich habe das Ding aufgehoben. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas hat mir gesagt, dass ich ihn nicht wegwerfen soll. Davon sind Tausende ausgehändigt worden. Aber ich habe einen von den Schülern gefunden, der wusste, dass Karen so ein Ding hatte und dass sie es damals getragen hat. Das reicht nicht, um jemanden auf den elektrischen Stuhl zu bringen. Ist es ein Indiz? Irgendwas, was uns weiterbringt? Es könnte ein starkes Indiz sein, wenn Sie jemanden finden, der bezeugen kann, dass sie den Sticker am Tag ihres Verschwindens getragen hat. Jack, ich stehe auf Ihrer Seite. Keiner, der sie an dem Tag gesehen hat, weiß was von dem Sticker. Das ist ein Jammer. Was ist mit dem letzten Band von Matre? Es taugt nichts. Ich weiß nicht, Jay. Ich mache mir Sorgen um diesen Bradfield. Was ist, wenn Sie ihn irgendwann wegen des Reynard-Mordes verhaften? Was ist, wenn er anfängt zu reden? Was wird dann aus dir? Ich werde mich damit verteidigen, dass ich mit dem Reynard-Mord nichts zu tun habe. Sie können mir nichts beweisen, weil ich nichts damit zu tun hatte. Die Frau, die mein Haus gekauft hat, zog an dem Tag ein, als die Reynard verschwand. Sie war mit mir zusammen in meinem Haus. Es ist ganz bestimmt falsch, dass Edna Steiner an diesem Wochenende bei ihm war. Alles, was Jay Smith sagt, dient dazu, ihn selbst zu entlasten. In Wirklichkeit traut er Matre nicht besonders. Manchmal scheint er mit der Wahrheit rauszukommen, aber dann macht er wieder einen Rückzieher. Dass er in Bezug auf Edna Steiner lügt, zeigt ein gewisses Schuldbewusstsein. Was passiert, wenn Sie dich für den Reynard-Mord festnageln? Dann schicken Sie mich wahrscheinlich auf den elektrischen Stuhl. Schöne Aussicht. Aber du hast immer gesagt, dass man es nicht so weit kommen lassen darf. Wenn Sie mich tatsächlich wegen Mordes vor Gericht stellen sollten, dann gibt es meiner Meinung nach nur eins, was wir tun können. Du musst Bradfield umbringen und ihn verschwinden lassen. Steig in deinen Wagen, töte ihn und bring die Leiche irgendwo hin. In einen Wald, was weiß ich, in Fayetteville oder sonst wo. Aber außer dir sollte niemand wissen, wo seine Leiche liegt. Wenn du es mit einer Leiche zu tun hast, solltest nur du etwas davon wissen. Mir ist sicher klar, welchen Vorteil das hat. Ja. Tja, vielleicht gibt's auch gar nichts, worüber ich mir Gedanken machen müsste. Bradfield kann nicht viel anstellen, um mir zu schaden. Er kann nur lügen, das ist alles. Er ist fantastisch. Immer wenn er kurz davor steht, ein umfassendes Schuldbekenntnis abzulegen, zieht er sich wieder zurück.
Bradfield kann nicht viel machen, um mir zu schaden, außer dass er lügt. Er hat Mudbury gerade beauftragt, ihn umzubringen. Knastgequatsche, jedenfalls würde das ein Verteidiger sagen. Typische Gefängnisfantasien. Bring den Kerl um, der mich in die Pfanne haut. Schuldbewusstsein, schon möglich. Wenn wir ihn vor Gericht bringen können und wenn wir den Richter davon überzeugen können, diese Tonbänder als Beweismittel zuzulassen. Wissen Sie, ich habe immer Probleme damit gehabt, dass ich nicht auf dem College war. Glauben Sie, wenn ich Jura studiert hätte, würde ich einen Sinn in den Regeln sehen, nach denen Sie uns spielen lassen? Wir haben nicht die geringste Chance mit einer Anklage gegen Smith. Und wenn wir Bradfield vor Gericht bringen wollen, brauchen wir einfach mehr. Okay. Also, wenn Bradfield irgendwann seine 4 Monate Haftstrafe wegen des Diebstahls abbüßt, weiß ich jetzt schon, dass dieser Kerl keine 2 Tage aushält, ohne sich einen Beschützer zu suchen. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, dass es irgendein Straßengangster aus Philadelphia sein wird. Einer von der Sorte Mensch, die Bradfield glaubt, kontrollieren zu können. Wer bist du? Mein Name ist Bradfield. Ich habe mir überlegt, ob du mir Schach beibringen kannst. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Du wirst es auch nicht schlechter machen als die anderen Typen hier. Ich kann dir ein paar Züge zeigen, aber der Rest liegt allein bei dir. Das hängt davon ab, was du hier oben drin hast. Proctor, wenn du rauskommst, hoffe ich, dass du nach Philadelphia zurückgehst. Ich kaufe ein Mietshaus im Zentrum der Stadt. Beim Kauf des Grundstücks würde ich ein richtig gutes Geschäft machen. Ich suche jemanden wie dich, der das Haus für mich verwaltet. Das wäre genau das Richtige für dich. Gutes Gehalt, nicht allzu viel Arbeit. Hey. Hey. Was rempelst du mich einfach an, Mann? Das ist mein Freund, Mann. Also vergiss es, er hat dich nicht angerempelt. Cool, Mann. Danke, Proctor. Um nochmal darauf zurückzukommen, das wäre nicht allzu viel Arbeit und ich denke... Sie sind Proctor Noel? Ja, genau. Ich bin Jack Holtz. Das ist Lou DeSantis. Haben Sie jemals von dem Susan Reynard-Mord vor 4 Jahren gehört? Nein. Eine Lehrerin wurde umgebracht. Ihre beiden Kinder sind verschwunden. Es wäre möglich, dass Ihr Freund Bill Bradfield zusammen mit einem gewissen Jay Smith dahinter steckt. Hat er mal darüber geredet? Nein. Wenn er jemals etwas über Susan Reynard erzählen würde, rufen Sie uns dann an? Mann, ich sitze nur wegen eines harmlosen Überfalls hier. Ich kenne mich mit Morden nicht aus. Aber falls Sie jemals was rausfinden sollten, rufen Sie an. Auf dieser Karte steht meine Nummer. Meine Privatnummer auch. Was soll das? Hier können Sie umgebracht werden dafür, dass Sie mit Bullen reden. Ich will wegen euch keinen Ärger kriegen, also lasst mich wieder in meine Zelle. Ich glaube, Sie haben selbst 2 Kinder. Haben Sie Fotos von Ihnen? Hey, ich will wieder in meine Zelle zurück. Hallo? Ja, Rick? Jack, ich habe nachgedacht. Knöpfen wir uns Bradfield vor. Er wird übermorgen aus dem Gefängnis entlassen und ich hasse die Vorstellung, dass er davonkommt. Ich gehe mit dem, was wir haben, vors Schwurgericht. Wir müssen es einfach versuchen. Ich habe das Gefühl, dass Proctor Noel es sich noch überlegt. Ja, Sie und Ihre Gefühle. Schön, wenn er es tut, haben wir ein weiteres Steinchen. In Ordnung. Okay, wir sehen uns morgen. Ich möchte eine Voranmeldung für ein Gespräch nach Harrisburg. Ein R-Gespräch für Mr. Jack Holtz. Okay, hör zu. Ein Nachbar hat uns gewarnt, er soll einen scharfen Wachhund haben. Also seht euch entsprechend vor. Und wenn er angreift, tötet ihn.
Chris Peppers hat uns gesagt, dass Bradfield auch Schusswaffen im Haus haben könnte. Vergesst das bitte nicht. Es geht los. Sie können sich bewegen. Wenn Sie wollen, können Sie auch atmen. Wir haben nichts dagegen. Hier spricht Ken Reynard. Ist Jack Holtz zu sprechen? Ja, sicher. Ich muss mit ihm sprechen. Hören Sie, in der Zeitung steht, dass Sie Bradfield verhaftet haben. Ich bin froh, dass Sie ihn verhaftet haben, aber wegen dreifachen Mordes? Wegen dreifachen Mordes? Doch nicht wegen dreifachen Mordes! Also, Mr. Noel. 6 Monate später. Würden Sie den Geschworenen bitte erzählen, welche Strafe Sie im Moment verbüßen? Zwischen 18 Monaten und 5 Jahren wegen eines Überfalls. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? 2. Schön, Mr. Noel. Hatten Sie irgendwann Gelegenheit, mit Mr. Bradfield in seiner Zelle zu sprechen, nachdem er von seiner Gerichtsverhandlung zurückkam? Ja. Ich habe ihn gesucht, weil ich ihm einen Kaffee bringen wollte. Ich traf ihn draußen auf dem Flur. Ich habe ihn gerufen. Ich sagte, Bradfield, komm her. Was ist los, Mann? Was für einen Eindruck machte er auf Sie? Als ob ihm gleich vor Wut die Adern im Kopf zerplatzen würden. Der sagte, die machen mir jede Menge Ärger. Die haben die Herabsetzung meiner Kaution abgelehnt. Und dann sagte er, wenn ich nicht in einer finanziellen Klemme gesteckt hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Und das Ganze mit Susan wäre nicht passiert. Wie ging es dann weiter? Ich hatte natürlich keine Ahnung, was er da redete. Er sagte, ich war dabei, als sie ermordet wurden. Aber ich bin es nicht gewesen. Und ich sagte, verdammt, Bradfield. Die Kinder auch? Und er sagte, das mit den Kindern wollte ich nicht. Es ging nur um Susan. Aber man darf nicht auf halbem Weg Halt machen. Man muss konsequent sein. Warum sind Sie mit dieser Geschichte zu uns gekommen? Die Polizei hat gesagt, sie würde keinen Druck auf mich ausüben. Aber wenn man drüber nachdenkt, da waren 2 unschuldige Kinder drin verwickelt. Ich musste zurück. Und dann lag ich da allein in meiner Zelle. Und auf einmal fing ich an zu denken. Ich dachte, verdammt, was würde ich dazu sagen, wenn das meine Kinder wären? Würde ich wollen, dass jemand ankommt und das mit meinen Kindern macht? Und in dem Augenblick bin ich aufgestanden. Ich holte die Telefonnummer raus und rief an. Sagen Sie heute hier die Wahrheit? Ja. So wahr Ihnen Gott helfe? So wahr mir Gott helfe. Er sagte, er wäre vollkommen erschöpft. Sagte, die Woche vor dem 22. Juni wäre die letzte Gelegenheit für Dr. Smith, Susan Raynard zu töten. Er wollte seine Freunde um sich haben. Wir zählten das Geld in einem Hotel. Ich sollte es dann zu Hause in meinem Zimmer verstecken.
Sie hat mir erzählt, dass Sie und Bill Bradfield in den Sommerferien in England heiraten wollten. Aber ich sollte es niemandem weitersagen, weil es ein Geheimnis war. Und er war niemand, der ein Geheimnis teilen konnte. Ich sollte einen Schalldämpfer für ihn bauen, falls wir Dr. Smith töten müssten. Um Susan Raynard zu schützen, dann sollte das möglichst unauffällig geschehen. Ich sah das Testament in seinem Schreibtisch. Und außerdem war da noch ein Bündel Geld. Warum haben Sie nicht gefragt, was das sollte? Ich war durcheinander. Ich hatte Angst. Und ich wollte nicht noch mehr erfahren. Ich habe ihn 16 Jahre lang geliebt. Es hat niemals einen anderen Mann in meinem Leben gegeben. Ach, ich lasse mir das von Ihnen noch mal. Einer von euch was zu rauchen für mich? Hey, was machst du denn da in der Ecke, Jay? Du warst mal wieder in den Nachrichten. Sieht nicht allzu gut aus für diesen Bradfield, hm? Wie siehst du das? Jay? Sagen Sie uns bitte Ihren Namen. William S. Bradfield, Sir. Wie alt sind Sie? 50. Könnten Sie uns etwas über Ihren akademischen Werdegang erzählen? 1955 habe ich meinen Abschluss am Haverford College gemacht. Ich habe einen Magister der Geisteswissenschaften der St. John's Universität und ich habe Diplomarbeiten an verschiedenen Instituten geschrieben. Würden Sie uns bitte die Beziehung zu der Frau beschreiben, mit der Sie zusammen wohnten, Sue Myers? Tja, wir haben seit 9 oder 10 Jahren nicht mehr wie ein richtiges Liebespaar zusammengelebt. Sie haben gehört, wie verschiedene Zeugen in diesem Gericht die Beziehung beschrieben haben, die Susan Raynard... Soll ich mich um Sie kümmern? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Okay. Haben Sie jemals eine Nacht in Susan Raynards Haus verbracht? Wir brauchen Sie noch für das Kreuzverhör. Bitte bleiben Sie hier. Gehen Sie doch inzwischen was essen. Um 2 müssen Sie wieder hier sein, okay? Ja, ist gut. Okay. Danke. Jake! Matt! Wie geht's Ihnen? Bestens, und Ihnen? Gut, gut. Jake, ich wollte noch etwas loswerden. Joe Venant hatte recht und ich war im Unrecht, als er Anklage gegen Shelley erhob. Damit hat er sie zum Reden gebracht. Das hat dem Fall eine Wende gegeben. Danke, Matt. Joe würde sich freuen, das zu hören. Das ist doch selbstverständlich. Alles Gute. Macht sie fertig. Mr. Bradfield, haben Sie Susan Raynard getötet? Nein, natürlich nicht. Haben Sie Ihre Kinder getötet? Nein. Hatten Sie jemals irgendetwas in dieser Richtung geplant? Nein, das habe ich nicht. Kreuzverhör. Wer hat Susan Raynard getötet, Mr. Bradfield? Das weiß ich nicht. 1979 haben Sie einigen von Ihren Freunden erzählt, J.C. Smith hätte vor, Susan Raynard umzubringen. Und Sie fuhren vor lauter Angst an die Küste, um ein Alibi zu haben. Glauben Sie jetzt nicht mehr, dass er es war? Vielleicht war er es. Vielleicht war es? Warum glauben Sie heute, dass er es nicht getan hat? Weil in der Zeitung stand, dass Ihre Leiche in Harrisburg gefunden wurde. Und sie hat mal erwähnt, dass sie einen Freund hat, der dort lebt. Alex hat sie ihn genannt. Immerhin ist ein Massagestab in dem Wagen gefunden worden und nichts von dem, was Dr. Smith mir erzählt hat, lässt mich glauben, dass er ein sexuelles Vergehen plante. Macht es mehr Sinn, dass eine unbekannte Person namens Alex extra aus Harrisburg ankommt, um Dr. Smith Kamm zu stehlen und den in den Wagen zu legen? Tja, möglicherweise hat Dr. Smith mal in Susan Raynards Wagen gesessen und verlor dabei seinen Kamm. Im Kofferraum unter dem Reserverad? Ich habe nicht gewusst, wo die Leiche und auch der Kamm gefunden wurden. Aber Sie haben Ihren Freunden erzählt, dass Jay Smith Ihnen Klebeband und Ketten gezeigt hat, mit denen er Menschen foltert. Haben Sie nicht gewusst, dass Reste von Klebeband in Ihrem Mund und Kettenabdrücke auf Ihrem Körper waren? Ja. Und trotzdem glauben Sie nicht, dass er Sie getötet hat? Nein. Wenn Sie so damit beschäftigt waren, Susan Raynard zu beschützen, warum fuhren Sie dann über die Weihnachtsfeiertage nach Florida? Ich war vollkommen erschöpft. Ich hätte nicht viel mehr für Sie tun können, ohne irgendwann im Krankenhaus zu enden. Sie hätten doch auch die Polizei benachrichtigen können. Aus der Rückschau wünschte ich, ich hätte es getan. Ich glaube, das wünschen wir alle. Warum gingen Sie nicht zu Susan Raynard und sagten ihr, Jay Smith hat Ketten, er hat Waffen, er hat Schalldämpfer und übrigens, er droht damit, dich umzubringen. Du unternimmst besser etwas dagegen. Haben Sie das jemals zu ihr gesagt? Nein. Ich weiß nicht, ob das was genutzt hätte. Es wäre vielleicht besser gewesen.
Aber damals war ich mir nicht sicher, ob nicht wirklich eine Beziehung zwischen Dr. Smith und Susan bestand. Wäre das nicht erst recht ein Grund gewesen, es ihr zu sagen? Wenn der Mensch, von dem Sie glauben, dass er eine Affäre mit ihr hat, den Plan hat, sie zu töten? Ja, unter diesen Gesichtspunkten wäre es klüger gewesen. Aber damals kam Ihnen das nicht in den Sinn? Nein. Und Sie kamen auch nicht auf die Idee, die Polizei zu benachrichtigen? Doch. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Wir? Sie sagen immer wir. Waren Sie nicht die einzige Informationsquelle für Chris Papa, Sue Myers und Vince Valaitis? Ja. Und Sie waren auch derjenige, der die Entscheidungen traf? Ich habe immer vorher Ihren Rat gesucht. Aber die Gruppe traf Ihre Entscheidungen aufgrund Ihrer Fakten. Sehe ich das richtig? Ja. Sie dachten, die Polizei wäre korrupt und hätte Verbindungen zu Dr. Smith, nur weil er das behauptete. Haben Sie jemals von der Staatspolizei Pennsylvania gehört? Aus meiner heutigen Sicht wünschte ich, wir hätten Sie gerufen. Sie hätten zum Telefonhörer greifen können und sagen, ich vertraue der Upper Marion Polizei nicht und ich möchte Ihnen von einigen sehr merkwürdigen Vorgängen erzählen. Das hätten Sie tun können, stimmt das? Das gilt für jeden von uns. Sie hätten es tun können. Wir alle hätten es tun können. Aber Sie doch vor allem. Ja. Sie haben es nicht getan, richtig? Keiner von uns tat es. Haben Sie jemals etwas vom FBI gehört? Ja. Hatte Jay Smith Kontakt zum FBI? Er hat nie etwas verlauten lassen, was in diese Richtung deutete. Mr. Bradfield, Sie haben die Zeugenaussagen von Susan Reynolds' Nachbarin gehört. Ihr Wagen stand öfter über Nacht vor Ihrem Haus. Welche Erklärung haben Sie dafür? Ich habe den Wagen dort abgestellt, um Dr. Smith von seiner Untat abzubringen. Ich ließ einfach den Wagen oft vor Ihrem Haus stehen. Kommen wir noch einmal zu dieser Nachbarin Mary Gove. Nach Ihrer Aussage hat sie Ihren Wagen mindestens dreimal die Woche um 5 Uhr früh gesehen, wenn sie aufstand. Und um 7:30, wenn sie zur Arbeit ging, war Ihr Wagen auf einmal verschwunden. Hat sie sich da geirrt? Nun, ich war öfter ziemlich lange bei ihr. Manchmal bin ich auch erst am frühen Morgen gekommen. Also, ich habe durchaus Verständnis dafür, dass Mrs. Gove das durcheinander bringt. Zum Beispiel gab ich jeden Samstagmorgen um 8 Uhr einen Griechischkurs in Villanova. Und ich habe immer versucht, vor dem Kurs zu ihr rüberzufahren und Frühstück für die Kinder zu machen. Sie waren so ein guter Ratgeber und Freund für Sie und Ihre Kinder? Schön. Wie erklären Sie sich dann Ihren Kommentar gegenüber einer Freundin Susan Reynolds, als die Sie in New Mexico anrief und Sie informierte, dass Susan ermordet worden war und die Kinder vermisst wurden? Sie sagten, ach ja, wie alt waren denn die Kinder? Nun, ich wusste, dass Karen und Michael auf der Schule waren, aber ich wusste nicht genau, wie alt sie waren. So gut kannte ich sie auch wieder nicht. Wieso sagten Sie denn dann waren? Warum sprachen Sie am 26. Juni 1979 in der Vergangenheitsform von den Kindern? Damals lag die Vermutung nahe, dass den Kindern etwas Schreckliches zugestoßen war. Meine Damen und Herren, wenn Sie über Ihren Urteilsspruch beraten, ist das wichtigste Instrument, das Ihnen zur Verfügung steht, Ihr gesunder Menschenverstand. Danach suchen wir, wenn Sie ausgewählt werden. Gesunder Menschenverstand. Die Verteidigung hat Ihnen mehr als deutlich dargelegt, dass niemand William Bradfield in einer liebevollen Pose mit Susan Reynolds sah. Sie sagt auch, dass nur die Illusion eines Verbrechens existiert. Die Verteidigung glaubt weiter, dass das Verbrechen selbst nicht auf den Angeklagten deutet. Ich werde Ihnen jetzt darlegen, dass alle Umstände und alle Indizien auf niemanden sonst auf der ganzen Welt weisen. Sie haben die verschiedensten Aussagen zu den gerichtlichen Beweisen gehört. Zum Beispiel über ein Haar, das im Keller von Jay Smith Haus gefunden wurde. Und über Textilfasern aus einem anderen Teppich von Jay Smith, von denen welche in Susan Reynolds Haaren nachgewiesen wurden. Sie haben von den Ketten gehört, die Jay Smith besaß. Und Sie haben die unglaublichsten Geschichten gehört, die William Bradfield angeblich von Jay Smith erfuhr, wie man seinen Opfern den Mund mit Klebeband verschließt. Und natürlich hatte Susan Reynolds in der Tat Abdrücke von Ketten auf ihrem Körper und Rückstände von Klebeband am Mund. Dann hörten Sie die Geschichte von Chris Pappas, wie die Fingerabdrücke von den Geldscheinen gewischt wurden. Und Ihr gesunder Menschenverstand sagt Ihnen, das wurde nur gemacht, weil Bradfield Angst hatte, man könnte Susan Reynolds Fingerabdrücke nachweisen. Reden wir jetzt über den Tatort des Verbrechens, der auch wieder nur auf einen möglichen Täter hinweist. Bradfield behauptet, zwei Menschen könnten Susan Reynolds getötet haben. Jay Smith, weil er mal eine Affäre mit ihr hatte, oder ein unbekannter Verrückter namens Alex, der auch noch einen Vibrator in ihrem Wagen zurückließ.
Nun, warum ist das so bedeutsam? Es wäre nicht so wichtig, wenn Susan Reynard als Einziger ermordet worden wäre. Aber es ist wichtig, weil ihre Kinder nicht in diesem Wagen waren. Wer profitiert von diesem Szenario? Warum waren sie nicht alle drei in dem Wagen? Oder andersrum gefragt, wenn Jay Smith allein der Täter war, warum ist Susan Reynard nicht an demselben Ort wie ihre Kinder, die niemals gefunden wurden? Schön. Wer auch immer bei der Verübung dieses Verbrechens geholfen hat, hat dafür gesorgt, dass die Leichen der Kinder niemals gefunden wurden, damit dem Gericht nicht zusätzliche Beweise in die Hände fielen. Aber er ging das enorme Risiko ein, eine Leiche den ganzen Weg bis nach Harrisburg zu fahren. Dann stellt er sie auf einem öffentlichen Parkplatz ab, öffnet den Kofferraum für alle sichtbar und spaziert dann seelenruhig davon. Und wissen Sie wieso? Weil diese bestimmte Leiche für einen Menschen auf dieser ganzen Welt $7,000 pro Pfund wert war. Und sie sollte unbedingt an dem Wochenende gefunden werden, als er mit Zeugen in Cape May, New Jersey war. Niemand kassiert etwas von einer Versicherung, wenn der Tod nicht nachgewiesen wurde. Und möglicherweise ist das die letzte Ironie des Falles. Es gibt nur ein Maß für Ironie und Gerechtigkeit. Das Leben dieser Kinder ist vielleicht doch nicht umsonst geopfert worden. Denn ihre Abwesenheit vom Tatort spricht so laut für die Schuld des Angeklagten, dass ihre Stimme nicht zu überhören ist. Heute vor 5 Jahren starb die Mutter von Susan Reynard und hinterließ ihr eine Erbschaft. Und da entstand der Plan, sie zu töten. Und heute endet dieses Komplott mit dem Angeklagten. Den Rest überlasse ich Ihnen. Der Rest ist für Sie. Hier, Jake. Danke. Sind Sie immer noch bei 100 Zigaretten? Ich zähle nicht mit. Joe Rennert hat niemals so viel. Ich weiß. Mir hat der Gesichtsausdruck des Geschworenen Nummer 4 nicht gefallen. Hatten Sie das Gefühl, Nummer 4 sah verwirrt aus? Ich werde nach Hause fahren, wenn dieser Wahnsinn anfängt. Ich vielleicht auch. Ein so umfangreicher Fall. Die werden bestimmt bis morgen Nachmittag zu tun haben. Jack Holtz? Telefon. Ja, hallo? Das kann doch nicht möglich sein. Die sind doch aber eben erst... Okay, wir sind sofort da. Sie haben Ihren Spruch gefällt. Nach 75 Minuten. Meine Damen und Herren, das Gericht wurde darüber informiert, dass die Geschworenen zu einem Urteilsspruch gekommen sind. Würde der Obmann bitte den Spruch der Protokollführerin aushändigen? Danke. Den Spruch jetzt verlesen. Ich bitte den Obmann, sich zu erheben. In dem Prozess des Bundesstaates gegen William S. Bradfield, der des Mordes an Susan Reynard beschuldigt wird, befinden Sie den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig? Schuldig, des vorsätzlichen Mordes. Im Verfahren des Bundesstaates gegen William S. Bradfield, der des Mordes an Karen Reynard beschuldigt wird, befinden Sie den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig? Schuldig im Sinne der Anklage. Im Verfahren des Bundesstaates gegen William S. Bradfield, der des Mordes an Michael Reynard beschuldigt wird, befinden Sie den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig? Schuldig im Sinne der Anklage. Dieser Zeitung verstecken, Jay. Der Angeklagte möge vortreten. Mr. Bradfield, Sie haben das Recht, sich an das Hohe Gericht zu wenden. Haben Sie den Wunsch, noch ein letztes Wort zu sagen? Euer Ehren, es ist mir bewusst, dass Sie auf der Grundlage des Urteilsspruchs der Geschworenen handeln müssen, aber ich möchte doch noch einige Bemerkungen machen. Ich habe Susan Reynard nicht getötet, ich habe ihre Kinder nicht getötet. Und ich war nicht als Komplize an der Ermordung Susan Reynards beteiligt, so wenig wie an der Ermordung ihrer Kinder.
Ich war in keiner Weise an der Ermordung Susan Reynolds beteiligt, ebenso wenig wie an der Ermordung ihrer Kinder. Ich kann nicht eine Tat bereuen, die ich nicht begangen habe. Und alle Geschworenen und alle Gerichtssäle und alle Richter dieser Welt können diese einfache Tatsache nicht ändern. Ich kann nur darum beten, dass die Kinder eines Tages lebend gefunden werden. Das ist alles, was mir bleibt. Ich muss zugeben, dass Ihr Fall jenseits aller Normalität liegt. Viele junge Menschen haben ihr ausgesagt, dass ihr Interesse keineswegs materiellen Dingen galt. Und trotzdem sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass sie bereit waren, drei Menschenleben für $730.000 zu opfern. Aus keinem anderen Grund. Wir erkennen in ihnen einen Menschen mit außergewöhnlichen Qualitäten. Außerordentlich kreativ, intelligent und von großer Überzeugungskraft. Aber ich glaube, wir können noch mit Sicherheit sagen, dass Sie Ihre Fähigkeiten auf eine furchtbare Weise nutzten. Ein Begriff, der in dieser Verhandlung nicht gefallen ist, aber Ihr Verhalten treffend beschreibt, ist diabolisch. Wir erkennen einen kühlen und kalkulierenden Verstand, der jedes menschliche Mitgefühl oder Mitleid vergessen lässt. Sie sind entschlossen, Ihre Ziele um jeden Preis zu erreichen. Sie sind ein höchst gefährlicher Mensch und aus diesem Grund muss das Urteil, das gegen Sie gefällt wird, dafür Sorge tragen, dass die Gemeinschaft vor Ihnen geschützt wird. Von daher verkünde ich folgendes Urteil. In den Anklagepunkten Nummer 908, 908a, 908b, in denen Sie des Mordes an Susan Reynard, Karen Reynard und Michael Reynard für schuldig befunden wurden, wird hiermit angeordnet, dass Sie die Kosten der Strafverfolgung tragen. Und darüber hinaus werden Sie zu dreimal lebenslänglicher Freiheitsstrafe in einer Strafvollzugsanstalt dieses Bundesstaates verurteilt. Mr. Reynolds! Wir sind die Hansburgers, Eddies Eltern. Ja, nein, ich weiß. Sie werden doch jetzt nicht aufhören, nicht wahr? Sie holen sich doch endlich Rosemary, oder? Ich werde es versuchen. Ich hoffe, dass ich von meiner Zelle aus den Himmel sehen kann. Ich habe gehört, dass Villanova einen Fernkurs in Astronomie anbietet. Der Himmel hat mich schon immer interessiert. Das ist das Saatgut für meine Dichtung. Ich habe nicht ernsthaft geglaubt, dass wir ein Todesurteil gegen Bradfield bekommen. Denn ein Jahr nicht später. Ich konnte beweisen, dass er am Tatort war. Mit Jay Smith wird das anders. Wie meinen Sie das? Naja, ich fand das zu schwierig und zu heikel. Dem Bradfield-Geschworenen die Idee zu verkaufen, dass er vom ersten Tag an vorhatte, die Kinder umzubringen. Es ist leichter zu verstehen, dass Susan Reynard die beiden in Panik versetzte, als sie in der Nacht mit ihren Kindern auftauchte. Ich dachte, das würden die Geschworenen leichter verkraften. Bradfield hat zu viel Charme. Er hat zu viele Bewunderer. Und wie sollte ich denen klar machen, dass er die Frau und ihre beiden Kinder ausschließlich des Geldes wegen umbringen wollte? Es wäre unmöglich für ihn gewesen, eine Testamentseröffnung zu erzwingen, wenn die Kinder noch am Leben wären. Man hätte es für ungültig erklärt. Ken Reynard hätte das im Namen der Kinder angefochten und dieses Testament wäre ganz schnell verschwunden. Bradfield ist clever. Aber Jay Smith ist noch cleverer. Die Kinder waren tot, als ihre Mutter das Neue Testament aufsetzte. Wenn ich Smith in den Gerichtssaal bekomme, plädiere ich auf Todesurteil. Wir haben einen Brief in Martres Postschließfach gefunden. Von einem gewissen Charles Montione, ein Zellennachbar von Smith. Er hat 5 Jahre wegen Raubüberfalls abgesessen, ist gerade rausgekommen. Er wohnt irgendwo in der Nähe von Scranton. Wir können es genauso gut mit diesem Typen versuchen, wie mit Proctor Noll. Wir haben nichts zu verlieren. Sehe ich auch so. Bringen Sie mir ein Bier. Sind Sie Mr. Holtz oder Mr. DeSantis? Ich bin Holtz, das ist DeSantis. Und, wie sieht's aus? Alles klar. Ray Matray sagt, Sie wären in Ordnung. Also, wie lange waren Sie mit Jay Smith befreundet? Nachdem Ray raus war, wurde ich der neue Kumpel von Jay. Hat er mal irgendwas von dieser Susan Reynard erzählt? Naja, nachdem Sie Bradfield verknackt haben, war... Ist gut so, danke. Nachdem Bradfield verurteilt worden war, sagte er, dass Bradfields Gier erst die Probleme gebracht hat.
Wenn die Leiche damals verschwunden wäre, wäre sie nach 7 Jahren für tot erklärt worden. Er sagte, fast 5 Jahre sind vorbei, nur noch 2. Dann hätten wir es geschafft. Er sagte 4? So habe ich es verstanden. Dann hat er zugegeben, dass er beteiligt war? Jay? Auf keinen Fall. Ich habe ihn ein paar Mal gefragt, Jay, hast du die Leute umgebracht oder nicht? Er hat nicht geantwortet. Er hat bloß gegrinst. Bloß gegrinst? Ja. Er hat gesagt, dass er sich mehr um Bradfield hätte kümmern müssen. Aber er hat sich auch keine Sorgen gemacht, dass er sich auf einen Handel mit dem Staatsanwalt einlässt. Immerhin stand sein Wort gegen das von Bradfield. Und außerdem wusste Bradfield nicht, wo die Leichen der Kinder waren. Hat er sonst noch was gesagt? Naja, Sie müssten dazu wissen, was das für ein Typ ist. Er stellt immer seine eigenen Theorien auf. Und er hat die Theorie, dass Susan Raynard in der Nacht, als sie verschwand, einen Anruf erhielt. Vielleicht rief sie jemand an und hat ihr erklärt, dass Bradfield einen schlimmen Unfall hatte und womöglich sterben würde oder sowas. Deshalb ließ sie alles stehen und liegen und stürzte aus dem Haus, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Und was sonst noch? Eines Nachts sagte er, er würde die perfekte Methode kennen, damit eine Leiche verschwindet. So hat er sich ausgedrückt, verschwindet. Ja. Er hielt es für das Beste, wenn man jemand mit einer Überdosis Drogen umbringt. Und dann wäre es gut, wenn man die Leiche ein paar Tage rumliegen lässt, damit das Blut gerinnt. Wozu? Weil es auf die Tour nicht so viel Dreck macht, wenn man sie auseinanderschneidet. Dann sollte man die Leichenteile an verschiedenen Stellen loswerden. Und dann gibt es noch eine gute andere Methode, wenn man in der Nacht vor einer Beerdigung auf den Friedhof geht. Man wirft die Leiche in das ausgehobene Grab und dann kommt eine Schicht Erde drauf und dann am nächsten Tag knallen sie den Sarg direkt oben drauf. Und niemand kommt je dahinter. Er hat Ihnen eine Menge guter Tricks verraten. Und was haben Sie für ihn getan? Besorgungen und so ein Kram. Einmal hat er mir einen großen Auftrag gegeben. Ich sollte ihm ein Bild von einer nackten Frau besorgen. Aber dieses Bild musste genaue Anforderungen erfüllen. Was meinen Sie damit? Naja, sie musste auf der Seite liegen. Mit angewinkelten Knien. Er nahm das ziemlich genau. Ich habe ihm Bilder von liegenden Frauen gezeigt. Und er hat gesagt, nein, nein, das ist es nicht. Dann fand ich endlich so ein Penthouse-Heft, die August-Ausgabe. Seine Augen leuchteten auf und er sagte, das ist es, das ist die richtige. Eine Frau, die auf der Seite liegt, mit angewinkelten Knien. Ja. Wie nennt man diese Stellung noch? Wenn man zusammengerollt liegt wie ein Baby? Die Embryo-Haltung. Vorstellen, dass der Generalstaatsanwalt sehr erfreut wäre, wenn er hört, dass sein Stellvertreter in Valley Forge Totengräber spielt. Das war hier am Ort die einzige Beerdigung, die an dem Wochenende des Mordes stattgefunden hat. Hey, wie tief gräbt man denn so eine Leiche ein? Und wie tief sind wir jetzt? Irgendwas stimmt da nicht. Das sind jetzt schon 2,5 Meter. Na schön, können Sie mir mal Ihre Handschuhe geben? Gefunden? Ja. Wir haben das Grab verpasst. Um etwa 20 Zentimeter. Um seine eigene Achse gedreht. Ja, der hat sich in seinem Grab umgedreht. Der hat sich über seinem Grab umgedreht. Beeilung, sehen wir uns das mal an. Ja.
zu sehen. Verschwinden wir hier, bevor uns die Verwandten dabei überraschen, wie wir ihren geliebten Verstorbenen behandeln. Guten Abend, Mr. Smith. Guten Abend, Mr. Martrey. Jay, wir haben da ein paar Probleme. Ich habe überraschend Besuch bekommen. Wer? Bowles und DeSantis. Die haben mich gefragt, ob du mir mal was über diesen Reinhardt-Fall erzählt hast. Sag ihnen, du würdest aussagen, aber nur, wenn ein Videoband mitläuft. Und ein Vertreter für Jay Smith dabei ist. Und was ist, wenn ich mich einem Lügendetektortest unterziehen soll? Dasselbe. Ein Vertreter für Jay Smith muss dabei sein. Wir haben hin und her überlegt, ob Martrey uns die Wahrheit sagte, was die angebliche Äußerung von Smith betrifft. Ich habe dieses Miststück getötet. Jetzt hören Sie weiter. Jay, ich mache mir Sorgen. Was ist, wenn Sie mir die große Frage stellen? Du weißt schon, hat Smith Ihnen erzählt, dass er es war? Dann werde ich Ihnen durch meinen Anwalt klarmachen lassen, dass du dich keinem Lügendetektortest unterziehst. Alles klar. Das ist das Höchste, was wir von Jay Smith bekommen. Und wir kriegen dafür die Bestätigung von Martrey. Genau heute, vor 6 Jahren, sah ich auf einem Parkplatz in Harrisburg im Kofferraum eines Wagens eine Leiche. Von heute an befinden Sie sich wegen dieses Mordes in Haft. Ich habe einen Durchsuchungsbefehl für all Ihre persönlichen Unterlagen. Zum Jahrestag alles Gute, Jay. Ich hätte gerne einen Brief, den Jay Smith selbst geschrieben hat, in dem er genau beschreibt, wo er am Wochenende des Mordes gewesen ist. Vor allem, weil wir jetzt beweisen können, dass das ein Haufen Lügen sind. Ich wünschte immer noch, wir hätten ein weiteres... Steinchen? Oder versuchen wir es heute mit dem Glied einer Kette? Wir bräuchten nur noch einen einzigen Indizienbeweis. Irgendeine Lüge, die für die Geschworenen zu schwer zu schlucken ist. Ich denke, der Brief an seine verstorbene Frau, in dem er ihr sagt, sie soll den Teppich im Keller beseitigen, müsste jeden überzeugen. Ich bräuchte noch zu den Kindern eine Verbindung. Ich habe diesen Anstecker zu Tode bearbeitet. Ich kann beweisen, dass Karen ihren Anstecker aufgehoben hat. Ich kann sogar beweisen, dass sie ihn ein paar Mal getragen hat. Sie müssten nur beweisen können, dass sie ihn auch an dem Tag trug, als sie verschwand. Hallo, Mrs. Gove. Hier ist Sergeant Jack Holtz. Ja, danke. Hören Sie, ich bin noch mal ein paar alte FBI-Berichte durchgegangen und mir fiel auf, dass ich vergessen habe, jemanden etwas zu fragen. Also, Ihre Enkelin Beth Ann war an dem Tag zu Besuch. Und sie rannte aus dem Haus, um mit Karen und Michael Hagelkörner zu sammeln. Wo wohnt sie denn jetzt? Haben Sie Ihre Telefonnummer? Danke, Mrs. Gove. Wiederhören. Hallo? Beth Ann? Hi, hier spricht Sergeant Jack Holtz von der Staatspolizei Pennsylvania. Ein Glück, dass du da bist. Wir bereiten gerade die Anklage gegen Jay Smith wegen der Reinhardt-Morde vor. Und da bin ich ein paar alte FBI-Akten durchgegangen. Ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Also, an diesem besagten Tag war doch ein Hagelsturm und du ranntest raus, um Karen und Michael beim Sammeln der Hagelkörner zu helfen. Genau, okay. Ich möchte, dass du noch mal scharf nachdenkst und mir sagst, was Karen an dem Tag anhatte. Aha. Ja? Danke. Danke, Bethlehem. Bis bald. Oh! Ja! Sechs Monate später. Und? Was hat er gesagt? Wir sind nicht befugt, die Beweise, die zu seiner ersten Verhaftung führten, vorzulegen.
Was ist mit den Kippen in seinem Keller? Und der Spritze, die er in dieser Nacht in seiner Tasche hatte. Und dem Klebeband und dem Schalldämpfer. Die Geschworenen werden nie was davon erfahren. Wie meinen Sie das? Die Spritze? Sie wurde durch eine Überdosis getötet. Sie hatte Rückstände von Klebeband an ihrem Mund. Sie hatte Kettenabdrücke an ihrem... Wir können damit nicht auftreten, Jack. Die Geschworenen werden das niemals erfahren. Nichts davon? Nein. Und sie werden auch nichts über das Verschwinden von Jay Smiths Tochter und ihrem Mann erfahren. Gibt es irgendeine Chance, dass Bradfield aussagen wird? Soll das ein Witz sein? Der wird uns was husten. Der hofft doch immer noch, dass er eines Tages eine erfolgreiche Revision bekommt. Wird Jay Smith dann aussagen? Ich bin sicher, dass er es nicht tun wird. Er sagt schließlich heute noch, dass er Sears nicht überfallen hat. Das und die Tatsache, dass der Richter glaubt, er könnte ihn im Gerichtssaal nicht unter Kontrolle bringen. Er kann den Mann nicht einschätzen. Okay, gut. Dann verraten Sie mir jetzt, wie unsere Chancen stehen. 50-50. Aber nur vielleicht. 7 Jahre meines Lebens. 50-50. Jay Smith sieht ziemlich gut aus für einen 57-jährigen Strafgefangenen. Er sieht genauso aus wie ein Lehrer. Und genauso banal wie jeder andere Mörder. Bitte erheben Sie sich. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Meine Damen und Herren Geschworenen, dieser Fall gegen den Angeklagten J.C. Smith stellt eine der umfangreichsten, schwierigsten Kriminalermittlungen in der Geschichte Pennsylvanias dar. In diesem Gerichtssaal befindet sich nur ein Angeklagter, aber in Wahrheit verhandeln wir gegen zwei Angeklagte. In den kommenden Wochen wird der Name des anderen Angeklagten kaum erwähnt werden. Wenn es soweit ist und wenn Sie schließlich die Feinheiten dieses Falles verstehen, werden wir Sie bitten, den Angeklagten des vorsätzlichen Mordes für schuldig zu erklären. Und falls Sie uns auch dahin folgen, sollten wir ihn zum Tode verurteilen. Schön. Viele Beweise in diesem Fall sind Indizienbeweise. Die aufgerufenen Zeugen werden Ihnen den vor Ihnen liegenden Weg weisen. Ich helfe Ihnen nur dabei. Und am Ende werde ich Ihnen zeigen, wohin die Zeugen Sie gebracht haben. Und Sie können selbst entscheiden, wohin Sie ihn bringen werden. Danke. Meine Damen und Herren, ich bin William Kostopoulos, der Verteidiger von Jay Smith. Der Staatsanwalt hat erklärt, dass er eigentlich gegen zwei Angeklagte verhandeln möchte. Na gut. In diesen Fall ist ein sehr skrupelloser Mann verwickelt. Sein Name ist William Sidney Bradfield. Jay Smith war die Zielscheibe dieses Mannes, der sich sehr gut auf die Kunst der Täuschung versteht. Er versteht es meisterhaft, Menschen auszunutzen. Die Anklage hat aus dem Schmutz des Gefängnissystems andere Männer gezogen, die hier gehört werden sollen. Ich werde mit Ihnen fertig werden. Vor 2,5 Jahren kam es zu der Anklage gegen William Sidney Bradfield. Aber es gab keine ausreichenden Beweise für eine Anklage gegen Jay Smith. Seit diesem Zeitpunkt ist es der Staatsanwaltschaft lediglich gelungen, Zeugen aus dem Gefängnis gegen Smith aufzubieten. Diese Anklage hätte niemals erhoben werden dürfen. Danke. Er wollte von mir das Bild einer nackten Frau, die auf der Seite liegt, mit angewinkelten Beinen. Es ist mir egal, was Jay Smith 1979 gesagt hat. Ich war am Wochenende des Mordes nicht in dem Haus an der Valley Forge Road. Er war bestimmt allein in dem Haus. Ich bin erst am Sonntagnachmittag gekommen, denn ich war mit meiner Schwester an der Küste. Alles, was Jay Smith in diesem Brief vorbrachte, hatte nichts mit der Wahrheit zu tun. Und bei unseren langwierigen Ermittlungen konnten wir nicht einen Zeugen auftreiben, der seinen Aufenthaltsort an diesem Wochenende bestätigen wollte. Er hat gesagt, falls er angeklagt würde, sollte ich mir Bradfield vornehmen und seine Leiche irgendwo in den Wäldern verschwinden lassen. Ich kann mich genau daran erinnern, wie wir einen grünen Anstecker mit einem weißen P bekamen. Was machen Sie nach Ihrem Examen im Juni? Ich besuche die Temple-Universität.
Ich erinnere mich an den Sticker und ich erinnere mich an den Ausflug. Jeder hat so einen Sticker bekommen. Danke. Und welche Pläne haben Sie nach dem Schulabschluss? Ich besuche die Universität von Pennsylvania. Ich weiß ganz sicher, dass Karen Reinhardt im Schulbus saß, als wir diesen Ausflug machten. Und Karen war auch mit in dem Museum und fuhr mit dem Bus wieder nach Hause. Sie war dabei. Ich habe immer auf Karen geachtet. Sie war ausgesprochen hübsch. Sie war das beliebteste Mädchen der Klasse und ich mochte sie sehr. Die Anklage ruft jetzt Elizabeth Ann Broke auf. Ich bitte Sie, schwören Sie bei Gott, dass Sie vor diesem Gericht die Wahrheit sagen. Die ganze Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Ich schwöre. Würden Sie bitte für das Protokoll Ihren Namen nennen? Elizabeth Ann Broke. Verraten Sie uns auch den Namen Ihrer Großmutter. Mary Gove. Und wo wohnte sie 1979? Am Woodcrest Drive in Ardmore. Wer war Ihr nächster Nachbar? Susan Reinhardt. Und kannten Sie Karen und Michael Reinhardt? Ja, natürlich. Ich möchte Sie jetzt bitten, sich noch mal an Freitag, den 22. Juni 1979 zu erinnern. Waren Sie da bei Ihrer Großmutter? Ja, das war ich. Erinnern Sie sich an einen Hagelsturm an diesem Abend? Ja, Sir. Schön. Nachdem der Hagelsturm vorbei war, was haben Sie da getan? Meine Großmutter und ich gingen raus auf die Terrasse und Karen und Michael kamen gerade aus dem Haus. Michael sammelte ein paar Hagelkörner auf und brachte sie uns. Und er sagte, toll, seht mal, wie groß sie sind. Ist Ihnen an Karen ein Sticker aufgefallen? Ja, Sir. Sie trug einen Plastikanstecker. Der war grün mit einem weißen P drauf. Und wie oft hat sie ihn getragen? Damals trug sie ihn andauernd. Er war gerade neu. Schön, Bethan. Was hatte Karen angezogen, als ihr zusammen die Hagelkörner aufgesammelt habt? Sie hatte eine Bluse an, mit rundem Kragen. Dazu ein paar kurze Hosen und Turnschuhe. Hatte sie irgendwas an der Bluse, an das Sie sich noch erinnern können? Ihren Sticker. Ich möchte Ihnen jetzt das als 110 gekennzeichnete Beweisstück des Gerichts vorlegen. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Ja, natürlich. Es sieht genauso wie der Sticker von Karen aus. Haben Sie jemals Karen oder Michael Reinhardt nach diesem Abend wiedergesehen? Nein, Sir. Kreuzverhör. Beth Ann, ich zeige Ihnen jetzt den Bericht, den ein FBI-Agent 1979 angefertigt hat, nachdem er mit Ihnen und Ihrer Großmutter gesprochen hatte. Sie müssen zugeben, dass in diesem Bericht von einem Anstecker, wie Sie ihn erwähnen, keine Rede ist. Nein, Sir. Nein. Wann sind Sie das erste Mal wieder an diesen Anstecker erinnert worden? Erst vor ein paar Wochen. Erst vor ein paar Wochen? Und wer hat Sie gefragt? Mr. Holtz. Ah, ich verstehe. Er zeigte Ihnen den Sticker und fragte Sie dann, ob Sie ihn vorher schon mal irgendwo gesehen hatten? Nein, Sir. In Wirklichkeit ist es so, dass Herr Anrief und gar nichts von dem Sticker sagte. Er wollte, dass ich darüber nachdenke, was sie anhatte. Ich bin dann aber von selbst drauf gekommen. Okay, ich habe keine weiteren Fragen. Das letzte Glied in Ihrer Kette. Aber ist die Kette stark genug, um eine Ziege anzubinden? Hat Jay Smith ein wasserdichtes Alibi für dieses Wochenende? Absolut nicht. Aber wenn Sie mich so fragen, ich auch nicht. Und Sie ebenfalls nicht. Und ich garantiere Ihnen, dass ich bei jedem von Ihnen zu Hause auf dem Teppich ein braunes Haar finde, das zu denen von Susan Reinhardt passt. Sehen Sie, meine Damen und Herren, Jay Smith wusste nicht, dass er ein Alibi braucht. Das Alibi von William Sidney Bradfield, dass er mit Chris Pappas und Vince Valaitis und Sue Myers an der Küste war, ist doch nur dann gut, wenn Sie alle ihm das Alibi abnehmen. Wenn Sie nur einem von seinen Freunden nicht glauben, können Sie das Alibi vergessen. Also, sehr verehrte Damen und Herren Geschworenen, Sie werden sich bald zurückziehen, um über das Schicksal von Jay Smith zu entscheiden. In Ihren Händen ruht die Macht über Leben und Tod. Dies ist
die schwerste Verantwortung, die unser Land seinen Bürgern auftragen kann. Selbst wenn Sie zu dem Ergebnis kommen sollten, dass Jay Smith wahrscheinlich irgendwie auch verantwortlich war, sagt das Gesetz eindeutig, dass er nicht schuldig ist. Denn in diesem Land würden wir eher 9 schuldige Angeklagte freisprechen, als einen unschuldigen Mann zu verurteilen. Ganz abgesehen davon, ihn hinzurichten. Sie haben die Aufgabe, den einzig angemessenen Urteilsspruch in diesem Verfahren zu fällen. Sie müssen sich auf die Beweise stützen. Das Urteil kann nur lauten, Jay Smith ist nicht schuldig. Es liegt in Ihren Händen. Danke. Was sagt der Lehrer, wie ich war? Das Schuljahr ist noch nicht zu Ende. Mr. Kostopoulos sagt in seinem Eröffnungsplädoyer, dass es in diesem Fall um vorsätzlichen Mord geht oder um gar nichts. Und ich muss ihm zustimmen. Damit deutet die Verteidigung an, dass Chris Pappas, Vince Valaitis und Sue Myers gelogen haben, was das Alibi betrifft. Schön, überlegen Sie mal. Es gab mehr als jene 3 Opfer in diesem Fall. Denken Sie an die schwachen, gehorsamen Menschen. Sie mögen sie vielleicht für dumm halten. Aber können Sie sich vorstellen, dass Vince Valaitis Kinder umbringen könnte? Möglicherweise ist das vernichtendste Beweisstück in dieser Verhandlung der Brief, den die Verteidigung als eine freundliche Geste von Jay Smith an seine kranke Frau hält. Erinnern Sie sich daran? Mach den Wagen sauber, gründlich, und er unterstreicht es extra. Er schreibt das Wort sauber sogar in großen Buchstaben. Dann verlangt er von seiner Frau, sich vom Sterbebett zu erheben und den Teppich aus dem Keller wegzuwerfen. Aus einem Haus, das sie bereits verkauft hatten. Der Wagen wurde nicht so gründlich sauber gemacht, wie er sich das wohl wünschte. Die Polizei fand einen kleinen grünen Anstecker in diesem Wagen. Für einen Erwachsenen ist so etwas ohne Bedeutung. Aber für ein 11-jähriges Mädchen ist es wie ein Smaragd. Und von diesem Sticker trennte sie sich auch nicht, als sie mit ihrer Mutter in das Nichts fuhr. Es gibt eine alte Geschichte von den Kindern, die durch die Wälder laufen und Gegenstände fallen lassen, um den Weg zurückzufinden. In der Nacht des 22. Juni 1979 ahnte Karen Raynard vielleicht, dass sie nicht zurückkommen würde und hat uns etwas hinterlassen. Oder ein barmherziger Schutzengel hat uns dieses Zeichen geben wollen. Sicher nicht, damit Karen ihren Weg wieder nach Hause findet, sondern um uns zu zeigen, wer sie in den Tod schickte. Wenn mein Plädoyer zu Ende ist, wird die 7-jährige Kriminalermittlung über die Morde von Susan und Karen und Michael Raynard abgeschlossen sein. Ich bitte Sie jetzt, das einzig Richtige zu tun. Und ich denke, Sie wissen, was das ist. Etwa nach Hause? Natürlich will ich nach Hause. Ich habe ein Zuhause. Schon vergessen? Und einen Sohn. Die werden Ihren Spruch nicht heute Nacht fällen. Haben Sie das Gesicht des Geschworenen Nummer 3 gesehen? Der macht mir Sorgen. Und was ist mit Nummer 7? Wie der geguckt hat. Bitte erheben Sie sich. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das Gericht ist informiert worden, dass die Geschworenen einen Urteilsspruch gefunden haben. Darf ich Sie bitten, den Urteilsspruch der Protokollführerin zu übergeben?
Würden Sie bitte den Urteilsspruch verlesen? Ich bitte die Sprecherin, sich zu erheben. In der Verhandlung des Staates gegen J.C. Smith Nummer 1677, angeklagt des Mordes an Susan Reynard, erklären Sie den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig? Schuldig im Sinne der Anklage. In der Verhandlung des Staates gegen J.C. Smith Nummer 1677, angeklagt des Mordes an Karen Reynard, erklären Sie den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig? Schuldig im Sinne der Anklage. In der Verhandlung des Staates gegen J.C. Smith Nummer 1677, angeklagt des Mordes an Michael Reynard, erklären Sie den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig? Schuldig im Sinne der Anklage. Meine Damen und Herren Geschworenen, Sie haben den Angeklagten des Mordes für schuldig befunden. Wir werden jetzt die Verhandlung fortführen. Der Verteidigung ist es gestattet, Beweise vorzubringen, die das Strafmaß beeinflussen. Sie haben zu entscheiden, ob der Angeklagte zum Tode oder zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt wird. Ich rufe Jay Smith in den Zeugenstand. Namen zu Protokoll. J. Charles Smith. Wie alt sind Sie, Sir? Ich werde am 5. Juni 58 Jahre alt. Woher kommen Sie? Ich habe mein Leben lang in Chester, Pennsylvania gelebt. Wie lange waren Sie verheiratet, bevor Ihre Frau im August 1979 verstarb? 28 Jahre. Was haben Sie vom Tag Ihrer Verhaftung an in der Strafvollzugsanstalt, in der Sie jetzt leben, getan? Ich betätige mich als Ratgeber für die Gefangenen. Helfe Ihnen bei Ihren persönlichen Briefen und Ihren persönlichen Problemen. Ich betreute 15 Vietnam-Veteranen, Agent Orange-Verletzte. Ich verhalf ihnen zu medizinischer Versorgung und frühzeitiger Entlassung. Ich habe mich für einige Puerto Ricaner eingesetzt, die unsere Sprache nicht verstehen. Ich hielt sogar einen Kurs ab, wie bekomme ich einen Job. Ich organisierte mehrere kirchliche Aktivitäten. Ich arbeite seit über 4 Jahren an einem Wörterbuch für die Strafrechtspflege. Charles Montione hat den Geschworenen etwas von einer bestimmten Ausgabe des Penthouse erzählt. Was hat dieses Magazin mit Ihrem Wörterbuch zu tun? Ich habe festgestellt, dass die Fachwörterbücher von Black und Ballantyne keine vollständigen Begriffsbestimmungen der Strafrechtspflege enthalten. Im Strafvollzug hat man beträchtliche Schwierigkeiten, etwas Genaues über Resozialisierungsmaßnahmen zu erfahren. Urlaub auf Ehrenwort. Und die wenigsten Anwälte verstehen etwas vom Strafnachlass. Aha, also brauchten Sie dieses Magazin ausschließlich für Ihre Arbeit an diesem Werk? Na ja, es kommt immer wieder zu Verurteilungen wegen Verbrechen wie Frauenmisshandlung und Kindesmissbrauch. Wenn Sie sich dieses Heft ansehen, dann finden Sie darin einen Artikel über John Lennon. Er verprügelte Yoko Ono und hat sein Kind getreten. Das war eindeutig Kindesmisshandlung. Wollten Sie während der Verhandlung vor den Geschworenen aussagen? Ja. Ich war der festen Überzeugung, dass ich aussagen sollte. Weil ich meine, dass die Geschworenen ein Recht darauf haben, auch meine Seite zu hören. Mr. Smith, wenn diese Geschworenen ihr Leben schonen sollten, sind Sie sich dann darüber im Klaren, dass Sie den Rest Ihres natürlichen Lebens im Strafvollzugssystem dieses Bundesstaates verbringen werden? Ich denke nicht, dass es darüber irgendeinen Zweifel geben kann. Mr. Smith, bitten Sie diese Geschworenen, ihr Leben zu schonen? Selbstverständlich. Unbedingt. Wo befinden sich die Leichen von Karen und Michael Reynard? Ich weiß es nicht. Wo haben Sie Susan Reynard getötet? Ich habe weder Susan Reynard getötet, noch ihre Kinder. Ich hatte mit Susan Reynard nichts zu tun. Mit anderen Worten erklären Sie den Geschworenen, dass Sie einen furchtbaren Fehler gemacht haben, richtig? Ich war mein Leben lang ein Verfechter des amerikanischen Systems. Sie haben sicher eine ehrliche Entscheidung getroffen aufgrund der Informationen, die Ihnen zur Verfügung standen. Ich akzeptiere Ihre Entscheidung. Wenn Sie sagen, ich bin schuldig, bin ich schuldig. Wenn Sie mich fragen, ob ich denke, ich hätte es getan, sage ich nein. Aber ich respektiere Ihr Urteil. Ich will nicht wissen, was Sie denken. Ich will wissen, waren Sie der Täter oder nicht. Ich habe alles dazu gesagt. Sie wollen also keine eindeutige Antwort geben. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Das gehört nicht hierher. Sie haben recht. Einspruch stattgegeben. Lassen Sie mich eins fragen.
Wollen Sie mir erklären, dass Sie nicht bestürzt sind, obwohl Sie doch gerade ungerechterweise des vorsätzlichen dreifachen Mordes für schuldig befunden wurden? Ja. Ich bin bestürzt. Aber ich gehöre nicht zu denen, die zusammenbrechen. Ich war lange genug bei der Armee, um zu ertragen, was auch immer mit mir passiert. Wo waren Sie am Wochenende des 22. Juni 1979 zwischen 10 Uhr Freitagnacht und Sonntagmittag? Euer Ehren, ich muss wieder Einspruch erheben. Einspruch stattgegeben. Mein Mandant hat den Urteilsspruch angenommen. In Ordnung. Sie wollten also das Sexmagazin, um Begriffe für Ihr neues Rechtswörterbuch zu finden. Welche besonderen Begriffe wollten Sie denn definieren mithilfe dieses Yoko Ono-Artikels? Frauenmisshandlung und Kindesmissbrauch waren die beiden Begriffe, an denen ich arbeitete. Sie haben Ihren Doktor in den Geisteswissenschaften gemacht. Und als Teil dessen haben Sie sowohl bei Ihrer Magister- als auch bei Ihrer Doktorarbeit ausführliche Forschungen betrieben, nicht wahr? Korrekt. Wollen Sie mit Ihrem Bildungshintergrund behaupten, dass Sie keine besseren Quellen finden, um den Begriff Frauenmisshandlung zu definieren, als eine Ausgabe des Penthouse Magazine? Da es um zwei populäre Persönlichkeiten ging, ja. Und sollte Ihr Handbuch auch eine Liste berühmter Fälle einschließen? Ja. Wenn ich mich nicht täusche, hatten Sie drei Bücher über Ted Bundy, nicht wahr? Und das Buch Tödliche Vision zur Verfügung. Ich halte Ted Bundy für den ersten wirklich großen Serienmörder. Korrigieren Sie mich, falls ich mich irre, Doktor. Aber handelt Tödliche Vision nicht von einem Doktor, der eine Frau und zwei Kinder umbringt? Nein. Es geht hier um seine Frau und seine zwei Kinder. Deshalb bleibt sie doch trotzdem eine Frau, oder nicht? Natürlich bleibt sie damit eine Frau. Euer Ehren! Mr. Geiler. In Ordnung. Ich habe keine weiteren Fragen. Mr. Smith, gibt es noch etwas, was Sie den Geschworenen über Ihre Anschauung erzählen möchten, bevor Sie über Leben und Tod das Urteil fällen? Da gibt es noch diese Geschichte mit dem Kamm. Ich habe 28 Jahre lang in der Reservearmee gedient. Ich selbst kam damals auf die Idee mit dem Kamm. Es war schwierig, Nachwuchs zu finden. Das war ziemlich schwer in den antimilitaristischen 60er Jahren. Und da gab es diese Fernsehserie mit dem Namen 77 Sunset Strip. Und in dieser Serie gab es einen Kerl, der sich andauernd die Haare kämmte. Es führte damals zu einem ziemlich bekannten Hit. Der hieß Cookie, Cookie, leih mir deinen Kamm. Das brachte mich auf die Idee, einige von diesen Kämmen als einen Reklametrick auszugeben. Kämme mit dem Schriftzug unseres 79. Reservekorps der Armee der Vereinigten Staaten. Dieser Kamm arbeitet nun gegen mich. Ich habe Susan Raynard nicht getötet. Ich habe sie nie außerhalb des Schulgeländes getroffen, niemals. Und genauso wenig kannte ich ihre Kinder. Unabhängig davon, akzeptieren Sie die Entscheidung der Jury? Selbstverständlich. Das sind ehrliche Menschen. Sie haben eine ehrliche Entscheidung getroffen. Ich akzeptiere sie. So ist nun mal das Leben. Gestern bin ich 39 Jahre alt geworden. Mir ist heute wieder eingefallen. Ich überlege mir gerade, wie die Wochenenden in Philadelphia werden. Hey, kommt mich doch mal besuchen, Jungs, wenn ihr das nächste Mal da seid. Ich glaube, jetzt, wo ich alles durchgestanden habe, bin ich am Ende. Hey, Jack Holtz, wie geht's dir, Mann? Wie geht's dir? Ich hab gehört, du kommst jetzt wieder zur Truppe und machst die richtige Knochenarbeit, Jack. Ja, sieht so aus. Eins musst du mir erklären.
Wie kann denn die Aufklärung eines Mordes 7 Jahre dauern? Ich glaube, ihr habt euch wirklich ein bisschen zu doof angestellt und habt da nicht aufgehört. Hab ich recht, hä? Hab ich recht, Jack? Ja, du hast recht, Kumpel. Er hat uns erwischt, Jack. Diese Typen aus Harrisburg haben wirklich was auf dem Kasten. Wir sehen uns dann. Schön. Wie Gilbert und Sullivan sagen, das Los eines Polizisten ist kein Glückstreffer. Sie sind bereits seit 6 Stunden draußen. Ich glaube, ich gehe nach Denver. Und werde Barmixer. In einem Skigebiet. Ich brauche nicht unbedingt ein Todesurteil. Es genügt die Vorstellung, dass Jay Smith für den Rest seines Lebens hinter Gittern verschwindet, von seinen Kumpels verpfiffen. Was ist mit Ihnen? Vicky? Ich will nicht Jay Smith. Gott will ihn. Meine Damen und Herren Geschworenen, haben Sie Ihren Spruch über Leben und Tod gefällt? Tod. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich zu erheben. Hören Sie aufmerksam zu, wie das Gericht Ihren Spruch aufgenommen hat. Sie sagen, dass J.C. Smith zum Tode verurteilt werden soll. Das gilt für Sie alle? Für uns alle. Euer Ehren, die Verteidigung verlangt einzelne Stimmabgabe der Jury. Na schön. Bitte erheben Sie sich. In der Strafsache des Mordes Susan Reynard lautet Ihr Spruch Todesstrafe oder lebenslänglich? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Karen Reynard? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Michael Reynard? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Susan Reynard lautet Ihr Urteilsspruch da Todesstrafe oder lebenslänglich? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Karen Reynard? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Michael Reynard? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Susan Reynard lautet Ihr Urteilsspruch da Todesstrafe oder lebenslänglich? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Karen Reynard? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Michael Reynard? Todesstrafe. In der Strafsache des Mordes an Susan Reynard lautet Ihr Urteilsspruch da Todesstrafe oder lebenslänglich? Deine Puppe geschenkt. Aha. Sie liebt Karen, nicht wahr? Ich hab Karen lieb. Molly, weißt du noch, wieso du deine Puppe Karen genannt hast? Nein. Ich hab sie doch schon immer Karen genannt, oder? Ja, das stimmt, aber weißt du noch, warum? Sag mal, erinnerst du dich noch, wer sie dir geschenkt hat? Ich weiß nicht, wie alt war ich da? 2 Jahre alt. Mom, das ist ja eine Ewigkeit her. Ja. Außerdem werde ich langsam zu alt für Puppen. Da hast du wahrscheinlich recht. Komm schon, Caitlin, wir gehen die Schwäne füttern. William Bradfield und Jay Smith verbüßen im Gefängnis von Pennsylvania ihre Strafe. Die Leichen von Karen und Michael Reynard sind bis heute nicht gefunden worden. Edward und Stephanie Smith-Hansberger sind nach wie vor vermisst und verschollen.